Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Willkommen, unsere Gäste und Freunde des Wirtschaftsbeirats Bayern. Wir freuen uns, dass wir heute aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und aus allen interessierten Bereichen Münchens Sie willkommen heißen dürfen. Zu einem Thema, das ja auch heute in der Presse sehr, sehr breit diskutiert wird. Investieren wir genügend? Ich glaube, ich kann sehr schnell mit ein paar Daten zeigen, dass wir nicht genügend investieren. Aber dann wird die Frage umso schwieriger. Was können wir machen, dass wir mehr Investitionen nach Deutschland und auch nach Bayern holen? Und dazu haben wir drei Gäste eingeladen. Leider konnte einer, nämlich Dr. Cordes, heute nicht kommen, weil eben seine Berliner Ärzte aus der Charité gesagt haben, er darf nicht reisen. Wegen eines Sportunfalls muss er Bein hochlegen, sonst sagen sie, kommt er binnen kurzem zu Infusionen, die er nicht gerne hätte. Es ist also eine gute Diskussion, aber immer noch zwischen uns möglich. Teilweise kann ich die Industrieperspektive ernehmen, ich erkläre Ihnen gleich warum. Aber die Wichtigsten sitzen hier, nämlich Herr Professor Sinn, Ihnen sicher allen gut bekannt als einer unserer bedeutendsten Volkswirtschaftler in Deutschland. Ich darf trotzdem ganz kurz in Erinnerung bringen, dass er in Münster promoviert und einen Lehrstuhl in Mannheim übernommen hat. Und als nächstes eine ganze Reihe von Gastprofessuren in Europa, in den USA und in bis nach Jerusalem hatte. Und ich habe gesehen, dass natürlich für uns alle am meisten beeindruckt war, als er der Präsident des IFO-Instituts in München wurde und da immer wieder zur deutschen Wirtschaftspolitik sehr kompetent und teilweise auch mit sehr offenen Worten Kritik übte und Vorschläge machte. Wahrscheinlich am bekanntesten wurde er, als er an der Europapolitik merkte, dass in unserem Eurosystem vielleicht ein Fehler steckt. Nämlich, dass wir bei den Tagezahlen vergessen haben, das zu machen, was die Amerikaner zwischen ihren 5 Notenbanken machen. Dass wenn die dort stehen für 2 Jahre, dass sie ausgeglichen werden müssen von dem Schuldnerland mit Gold oder goldähnlichen werthaltigen Papieren. Während wir Europäer haben diese Klausel nicht eingebaut, sodass wir heute enorme Tagezahlen zugunsten Deutschlands, aber unzugreifbar bei der Europäischen Zentralbank stehen haben, wo die anderen Länder teilweise für uns oder auf unsere Rechnung anschreiben können. Sehr vereinfacht gesagt, wenn ich das sage. Aber diese Target-Diskussion ist sicher noch nicht zu Ende. Und die Lösung ist in Europa auch noch nicht beschlossen. Ich glaube, die wichtigsten Diskussionen, die er immer wieder führte, hatten auch mit unserem heutigen Thema zu tun. Wie können wir ausreichend Wirtschaftswachstum und Wirtschaftslebensgeist schaffen, dass wir unsere Ausgaben, die wir im Staat haben, auch gut bezahlen können. Auch darüber werden wir heute reden. Wenn ich auf den Dr. Weimar zu sprechen komme, er ist von Haus aus, wenn ich so sagen darf, Investmentbanker. Er hat bei McKinsey und bei Bain Karriere gemacht, bis hin zum Global Management Committee. Er war bei der UniCredit im Vorstand und schließlich Vorsitzender. Zwischendurch sollte ich erwähnen, bei Goldman Sachs als Head of Investment Banking für Europa, soweit ich mich erinnere, und wurde dann zum Chef der deutschen Börse und hat sich freuen können, dass alle Presse bewundert, wie die letzten Jahre der Börse sich entwickelt haben. Wir haben also von ihm eine Kapitalmarktperspektive. Die Industrieperspektive, die Herr Cordes hier beisteuern sollte, muss ich wahrscheinlich wahrnehmen und etwas als Moderator und aus meiner Industrievergangenheit erzählen. Ich bin ursprünglich theoretischer Kernphysiker,
Aber meine letzte Physik habe ich nach Karlsruhe und Stanford in den 70er Jahren gemacht. Und nach einem MBA ging ich zu McKinsey, wo ich eine Technologiepraxis und Arbeit mit Hightech-Unternehmen ausbaute. Und danach in den Siemens-Vorstand am Ende 1996. Nach meinen 10 Jahren Siemens, in denen ich übrigens auch Vorsitzender des Zentralverbands der Elektroindustrie war und deshalb etwas diesen Gesamtindustrieblick Ihnen heute sicher auch bringe, habe ich mich vor allem mit Robotik und Machine Intelligence und Artificial Intelligence beschäftigt. In einem Munich Institute of Robotics and Machine Intelligence und als Mentor in einem Oxford-Programm für Startups im Bereich Artificial Intelligence. Nun, heute wollen wir volkswirtschaftliche Diskussion führen. Und wenn ich Ihnen zur Einleitung einmal vielleicht an die Presse anknüpfend dieses Schaubild als erstes zeige, nämlich rechts in der Beginn des letzten Viertels sehen Sie Deutschland. Das heißt, und das ist 2019, das sind die Länder der OECD, also die großen Wirtschaftsländer der Welt. Leider ist dieses Jahr kein Einzelfall, sondern wir waren dekadenlang immer in dieser hinteren Ecke, in der Investitionsrangliste. Und wenn man Sie fragen würde, was ist gut und wo sollte man sein, würden Sie vielleicht sagen, naja, es wäre nicht schlecht, wenn wir zum besseren Drittel gehören würden. Wenn wir zum besseren Drittel gehören würden, müssten wir so diese 4,8% statt den 2,3% vom Bruttoinlandsprodukt ausgeben. Und Sie wissen, wie schwer wir uns tun, wenn einer nur mal 2% Verteidigungskostenausgaben verlangt, wo wir bisher 1,5 ausgaben. Dann mussten wir schon Sonderschulden machen, um wenigstens über ein paar Jahre wieder unsere Verteidigung in Ordnung zu bringen. Sie werden aber merken, so sehr das in der Presse beredet wird, was nicht so sehr beredet wird, ist dieses Bild, nämlich Gesamtinvestitionen. Die staatlichen Investitionen sind das Blaue unten. Wir sehen ganz deutlich, dass die Wirtschaftsinvestitionen von Industrie und allen Wirtschaftsunternehmen sehr viel wichtiger sind. Aber leider kommen wir auch da in der hinteren Hälfte vor. Und wenn man sich ein Ziel setzen möchte, dann könnte man vielleicht sagen, ja, man müsste so gut sein, jetzt nicht wie Irland, die ja mit sehr niedrigen Steuersätzen sehr viele ausländische Investitionen anziehen, aber vielleicht sollte man so gut sein wie Korea oder wie Norwegen. Länder, die hier im vorderen Drittel sind. Und dann müssten wir zumindest bei 28% oder vielleicht über 25% zumindest sein. Und wir sind heute insgesamt bei 21,3%. Das ist also auch auf der Wirtschaftsseite ein Defizit. Und da das der viel größere Hebel ist, werden wir wahrscheinlich auch heute Abend noch ein bisschen mehr über diesen Teil diskutieren. Business Investments wurden hier gezeigt in einem World Development Indikator. Wieder in vielen Ländern kommen diese 21,3%, die wir hier so etwas haben, vor. Und wir sehen, leider sind wir in jeder Statistik, die wir machen, ziemlich weit hinten. Wenn wir uns Venture Capital ansehen, gut, jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen aggressiv gedacht, zu sagen, wir müssen so gut sein wie USA. Aber auch wenn wir nur so gut sein wollen wie Kanada, müssen wir uns schon 5-mal so viel Venture Capital ins Land holen. Und wenn wir mal nach England schauen, Großbritannien, müssten wir doppelt so viel, um mit Großbritannien gleich zu ziehen. Und ich bin sicher, wenn wir bescheiden Fortschritt suchen, dann werden wir erstmal versuchen, so gut wie Großbritannien zu sein und dann so gut wie Kanada und dann vielleicht noch besser. Aber die Frage, was müssen wir dazu tun? Und wir wissen alle, es geht dabei nicht unbedingt um Seed Fund, also die ganz frühe Venture Capital, sondern um das Wachstumsventure Capital, wo es dann in die zweistelligen Millionenbeträge und manchmal darüber hinausgeht.
Ich fand das keine Überraschung, weil Professor Sinn uns schon immer gesagt hat, ein Land, das Exportweltmeister ist, heißt nicht notwendigerweise, aber bei uns heißt es, dass wir keine ausgeglichene Handelsbilanz haben. Also, dass wir mehr exportieren als importieren und dass die Differenz im Grunde im Kapitalexport liegt. Wir investieren im Ausland, wir bauen Fabriken im Ausland oder manche Leute, die uns keine Güter geben können, geben uns Schuldscheine, Treasuries oder Ähnliches. Und wir haben dann Vermögen im Ausland. Was allerdings nicht heißt, dass das Geld für Investitionen im Inland zur Verfügung steht. Dieses Thema könnte eine Diskussion werden. Ich nehme einen letzten Punkt hier auf, der mich persönlich nicht nur, weil es seit 2015 über eine Kapitalmarktunion in Europa diskutiert wird, sondern mit all diesen Dingen sage ich mir, es gibt so viel Geld, das Anlagemöglichkeiten sucht, aber es kommt nicht nach Europa und Deutschland. Denn wenn Sie sich das ansehen, wie groß ist unser Kapitalmarkt, alles Geld, das hier angelegt wird, ist 45% vom Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022. Das variiert von Jahr zu Jahr, aber es variiert nicht so dramatisch, dass diese Statistik nicht doch sagt, dass der Weltdurchschnitt irgendwo über 135% läge. Und vielleicht ein finanzstarkes Land, mit das viel Geld anzieht, auf diese Zielmarke schießen könnte. Und wir müssen uns fragen, können wir mit einer Kapitalmarktunion in Europa vielleicht das Geld in unsere Märkte locken, das dann auch wieder natürlich Investitionen treibt. Ich will hier nicht weiter in Negativzahlen sein, die unsere Lage leider sehr drastisch beschreiben. Es gibt ja auch Gründe, warum Investoren nach Deutschland kommen. Ja, wir sind eine der größten soliden Volkswirtschaften der Welt. Wir sind ein politisch stabiles Land mit einem soliden Rechtssystem. Wir haben gut ausgebildete Fachkräfte und auch ein Ausbildungssystem, um das uns viele Länder beneiden. Aber hier sind wir im Wettbewerb der starken Länder. Und Investoren suchen natürlich unter vielen solchen guten Ländern. Und es reicht offensichtlich nicht, dass wir ausreichende Investitionen in Deutschland haben. Es brauchen nicht nur Auslandsinvestitionen, wir brauchen auch die Inländer als Investoren. Und darüber werden wir jetzt reden. Und das ist der Punkt, wo ich schon an Professor Sinn übergebe, der ein Grundsatzstatement machen wird, und dann Herr Weimer, und dann gehen wir in die Diskussion. Ja, vielen Dank. Herr Kowalczyk, Sie haben die wichtigen Dinge hier betont. Es fehlt an Investitionen und man kann da jetzt viel dazu sagen, aber in der Kürze der Zeit wollte ich mich auf einen Punkt konzentrieren, warum die Investitionen so niedrig sind. Das liegt nämlich daran, dass Deutschland brennt. Es verbrennt seine alten Industrien gerade. Und die Frage ist, ist das jetzt attraktiv für andere, neue aufzubauen in einem solchen Umfeld? Man kann natürlich gegen diese Verbrennerei ankämpfen durch eine Investitionsförderung. Aber ich halte das irgendwie nicht für richtig. Der Neubau kann man machen, wenn das alte Haus aufbrennt, aber man kann vielleicht auch verhindern, dass das alte Haus abbrennt und erstmal den Brand bekämpfen. Ich will jetzt nicht so kryptisch sein, sondern ich will gleich zur Sache kommen. Wir haben durch die Energiewende in Deutschland eine erzwungene Deindustrialisierung. Und da nützt die ganze Überlegung, was wir denn alles so Schönes Neues machen können, jetzt vorläufig mal gar nichts, angesichts der chaotischen Entwicklung, die sich durch die Energiewende in Deutschland zeigt. Wir haben ja auch keine feinfühligen Instrumente, sondern wir machen das alles durch Anordnungen und Befehle, die von der Bundesregierung oder eben auch von der EU
der Wirtschaft gegeben werden. Einige nennen das euphemistisch Ordnungspolitik, aber es ist genau das Gegenteil von Ordnungspolitik. Die Ordnungspolitik gibt keine Handlungsbefehle, sondern setzt einen Rechtsrahmen. Was tun wir? Wir haben 2023 endgültig die Atomenergie abgeschafft. Wir hatten mal 17 Kraftwerke, sukzessive sind sie zurückgedrängt worden, jetzt haben wir keines mehr. Wir haben ein Ölheizungsverbot verhängt, eigentlich ab jetzt, aber das ist jetzt noch so 5 Jahre vielleicht maximal rausgeschoben, weil die Gemeinden erst ihre Energiepläne machen müssen und weil der Widerstand zu groß war. Wir haben einen Verbrenner ausverhängt durch die CO2-Verordnungen der EU, aber schon eigentlich vorbereitet im Jahre 2018, als festgelegt wurde, dass eine Flotte eines Herstellers nur noch 2,2 Liter Dieseläquivalente pro 100 Kilometer ausstoßen darf, was mit Verbrennern einfach schlichtweg gar nicht geht. Das geht nur mit E-Autos, die man rechnerisch in die Flotte einrechnet, und die haben ja in der EU-Formel, die hier angewendet wird, einen CO2-Ausstoß von null, was überhaupt nicht stimmt, wie wir wissen, weil der Auspuff ein bisschen weiter im Kohlekraftwerk liegt. Das Verbrenner aus setzt jetzt noch einen drauf, das ist also wirklich das harte Verbot, mit so einer klitzekleinen Ausnahme, die Herr Wissing da noch am Verhandeln ist, wo man nicht weiß, was dabei rauskommt. Kohleausstieg 2030 bis 2038 ist beschlossen. Erdgasausstieg bis 2045 in nur 20 Jahren. Und ganz neu ist jetzt gerade rausgekommen, ist ein Green Paper des Wirtschafts- und Klimaministeriums zum Rückbau des Gasnetzes. Man will also jetzt schon mal im Vorgriff auf den Ausstieg aus dem Gas in den nächsten Jahren das Gasnetz abbauen. Ein Netz, das sicher Hunderte von Milliarden Euro kosten würde, wenn man es neu bauen würde. Die Rede ist von 80% des Netzes, das abgebaut werden soll. Schon mal, ja. Und dann ist ja im Herbst letzten Jahres das Energieeffizienzgesetz verabschiedet worden. Sie glauben gar nicht, was da drin steht. Das geht alles so ein bisschen subkutan, ohne dass die Öffentlichkeit das überhaupt richtig wahrnimmt. Da steht nämlich drin, dass der Endenergieverbrauch von 2008 bis 2045, also jetzt in 20 Jahren, um 45% geschrumpft sein muss, selbst wenn er total grün wäre. Wenn man es also schaffen würde, die grüne Transformation hinzukriegen und alle Energie grün macht, muss trotzdem eine Reduktion um 45% realisiert werden. Da fasst man sich irgendwie an den Kopf, was soll das denn? Also das ist ein Programm der Deindustrialisierung. Hier geht es gar nicht um CO2 im engeren Sinne, sondern es geht einfach darum, dass wir nicht so viel Energie verbrauchen, welcher Form auch immer. Auch die schöne gute grüne Energie sollen wir nicht als Ersatz für die fossile Energie mit dem CO2-Effekt voll hier einsetzen dürfen. Und was als Ersatz für den Rest, der hier dann noch erlaubt ist, vorgesehen ist, das ist Strom. Das wird wenig so problematisiert, aber das ist der Kern des Ganzen. Es soll alles auf Strom umgestellt werden. Die ganze Energie auf Strom. Wir sagen, naja, das ist sowieso alles Strom. Nee, ist eben nicht. Strom ist ja mal gerade ein Fünftel des Endenergieverbrauchs der Bundesrepublik Deutschland. 4/5 sind was ganz anderes. Sind Verbrennungswärme, Prozesswärme für die Industrie und solche Dinge. Das ist der Löwenanteil. Und bislang hat ja auch der Verkehr nicht viel mit Strom zu tun. Das ändert sich zwar gerade, aber in der Vergangenheit. Also es soll alles verstromt werden. Die Autos sollen jetzt mit Strom fahren. Die Heizungen sollen mit Strom bedient werden.
Und der Strom soll auch Wasserstoff machen, um aus dem Wasserstoff dann eine neue Chemieindustrie aufzuziehen. Theoretisch geht das alles. Man kann tatsächlich aus Wasserstoff und CO2 kann man dann Kohlenwasserstoffe machen und da können Sie die ganze Industrie mitmachen. Aber das sind ja riesige Aufgaben. Allein die Vergrünung der Chemieindustrie würde so viel Strom brauchen, wie Deutschland insgesamt heute erzeugt und verbraucht. Das hat der Verband der Chemieindustriellen in der Chemieindustrie gezeigt. Nach der Meinung des Wirtschaftsministeriums ist der Strom das Rückgrat der Energiewende. Alles in Zukunft nur noch Strom. Keine direkte andere, so fast alles, nicht? Keine direkte andere Energiequelle mehr. Man kann natürlich Bioenergie noch in Form von Holzheizungen und Pellets, das ist schon noch erlaubt, machen, aber das ist dann eine marginale Geschichte. Ich zeige Ihnen mal hier, wie die gesetzlich vereinbarten Vorgaben sind für Deutschland. Hier sehen Sie ein Diagramm, das fängt bei der Deutschen Vereinigung links an, 1990, und rechts geht es bis zum Jahr 2050. 2050 will die EU ausgestiegen sein aus fossilen Brennstoffen. Deutschland will schon ein bisschen früher raus. Schauen wir uns das mal an. Wir haben als Zwischenziel für 2020 eine Reduktion gegenüber 1990 um 40% angesetzt. Haben wir das erreicht? Das ist der wirkliche Pfad. Wir gehen von 100%, das ist gleich 1990, hier tatsächlich auf 60% runter, hat gerade geklappt. Und so soll es aber jetzt weitergehen. 65% bis 2030, 88% bis 2040 und der Rest bis 2045. Das sind jetzt eigentlich nur noch 20 Jahre. In 20 Jahren soll also praktisch der gesamte CO2-Ausstoß auf Null sein. Und angesichts des Umstandes, dass das ja auch eine Reduktion des grünen Stroms dann letztlich bedeutet oder jedenfalls eine Begrenzung dessen, was man überhaupt dann grün machen will, läuft es doch auf eine massive Deindustrialisierung hinaus. Ich sage Ihnen, das werden die Älteren mit mir teilen, dieses Urteil, 20 Jahre sind ja gerade mal nichts für solch einen Strukturwandel. Was sind denn 20 Jahre? Was kann ich in 20 Jahren erreichen? Denken wir mal 20 Jahre zurück, das ist ja vollkommen absurd. Anders kann ich das nicht bezeichnen, hier diese CO2-Emissionen von den jetzigen 60 auf Null runterzubringen. Die Anfangsreduktion sieht ganz gut aus, da haben wir also doch irgendwie was geleistet. Aber was das ist vor allem der Untergang der DDR-Industrie, wo die schmutzigen Industrien, die viel Prozesswärme brauchten, abgeschaltet wurden. Die gibt's jetzt alle gar nicht mehr. Und das ist der Löwenanteil der Erklärung. Also die low-hanging fruits, die haben wir schon alle gepflückt. Und jetzt können wir das ja nicht wiederholen, außer wir machen wirklich die Deindustrialisierung. Das Lippenbekenntnis dazu fehlt, aber implizit kann man das eigentlich nur noch so interpretieren. Oder man versteht gar nicht, was man tut. Jetzt kommt hinzu, dass nicht einmal die Vergrünung des Stroms funktioniert. Ganz abgesehen davon, dass es nicht gelingen wird, die ganze Prozesswärme durch Strom zu ersetzen, von 20% auf 100% den Strom hochzuskalieren. Ja? Die Vergrünung geht auch nicht. Und das Problem ist der Flatterstrom. Der Umstand, dass eben Wind- und Sonnenstrom, die jetzt im Zentrum der Expansion stehen, dass der sehr volatil ist. Das ist ein langer Weg. Jetzt liegt der Anteil des Stroms am Endenergieverbrauch, je nach Rechnung, da gibt es ganz unterschiedliche Zahlen im Nenner des Bruches, den man nehmen kann, zwischen 6% und 8% liegt. Wir müssen also hier Richtung, was weiß ich, wenn man Bioenergie und so weiter noch ausrechnet, Richtung 85% gehen von 6% und das in 20 Jahren. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, dass der grüne Strom, wie Sie wissen, ja nur dann kommt, wenn das Wetter passend ist. Wenn wir eine Dunkelflaute haben, dann geht es nicht mehr.
Und die Dunkelflauten gibt es leider häufig im Winter, so um die Weihnachtszeit, dann bewegt sich gar nichts und Sonne ist eben auch nicht da. Für ein paar Wochen ist da häufig nichts. Das heißt, Sie können überhaupt das Problem nur lösen, indem Sie konventionelle, regulierbare Kraftwerke stehen lassen. Die können zwar die meiste Zeit des Jahres da untätig bleiben, aber die Mannschaft muss bezahlt werden und Gewehr bei Fuß sein, um dann zu produzieren, wenn es nötig ist. Das ist das große Thema aus dem Gutachten des Bundesrechnungshofs, welches vor 2-3 Wochen veröffentlicht wurde. Und ich zitiere Ihnen mal ein paar Sachen aus dem Gutachten wörtlich, damit Sie nicht denken, Sinn spinnt und sieht die Dinge zu extremistisch oder wie auch immer. Ich meine, das sind ja alles harte Fakten, die ich Ihnen zeige. Die Versorgungssicherheit ist gefährdet. Der Strom ist teuer. Und Auswirkungen der Energiewende auf Landschaft, Natur und Umwelt kann die Bundesregierung nicht umfassend bewerten. Das birgt erhebliche Risiken für den Wirtschaftsstandort Deutschland sowie die Akzeptanz der Energiewende in der Bevölkerung. Zusammenfassend sieht der Bundesrechnungshof das Risiko einer erheblichen Lücke an gesicherter, steuerbarer Kraftwerksleistung zum Ende des aktuellen Jahrzehnts. Sind harte Zitate direkt vom Bundesrechnungshof, weil er sich mit dem Thema Dunkelflaute intensiv beschäftigt und der Politik vorwirft, Kilowattstunde gleich Kilowattstunde zu rechnen in all diesen Berechnungen, die da auf den Tisch gelegt werden und überhaupt nicht die Flatterhaftigkeit berücksichtigt wird. Und dann, der Bundesrechnungshof bewertet die Annahmen im Monitoring zur Versorgungssicherheit als wirklichkeitsfremd. Das Ergebnis ist ein unwahrscheinlicher Best Case. Die Szenarien, die man rechnet, sind rosige, rosa-rote Szenarien, unter günstigsten Voraussetzungen gerechnet. Alles nicht belastbar. Man spielt also ein Verbonspiel mit der deutschen Wirtschaft. Kein Wunder also, dass die Firmen das Weite suchen und dass die Investitionen hier nicht mehr stattfinden in Deutschland, wie wir gesehen haben in diesen aussagefähigen Grafiken von Herrn Kubasik. Die Deindustrialisierung hat in der Tat schon begonnen. Ich zeige Ihnen das hier durch ein paar Grafiken. Nehmen wir mal erst die Produktion des verarbeitenden Gewerbes vom Jahre 2000 bis jetzt. Der weiße Punkt ist das Jahr 2007 und danach der Einbruch ist die große Finanzkrise der Welt, die Lehman-Krise und dann hinten kommt nochmal so ein Einbruch, das ist die Corona-Krise. Gut, da sind wir irgendwie wieder rausgekommen aus diesen harten Krisen, aber was Sie auch sehen ist, seit 2018 ist der Trend hier negativ. Wir haben einen Rückgang der Industrieproduktion um 9,2%. Wenn man da so eine gerade gedanklich durchlegt bis zum Ende. Ja? Das ist Deindustrialisierung. Nun könnte man denken, das ist anderswo auch so. Es ist eben so, weil die Chinesen kommen oder sonst was. Aber schauen Sie sich mal die Schweiz an, die ja ein starkes verarbeitendes Gewerbe hat. Nicht? Es gibt, also die Schweiz ist, weiß Gott, nicht nur ein Finanzplatz. Plus 20% seit 2018, die Schweiz. Da öffnet sich eine riesige Spannweite zwischen diesen Ländern, die sonst ja in vielerlei Hinsicht vergleichbar sind. Oder nehmen Sie Österreich, immerhin plus 7,3, während Deutschland seit 2018 minus 9,2 hat. Das ist doch kein Zufall. Hier ist doch noch was Besonderes am Werke. Und schauen wir uns die EU insgesamt an. Deutschland hatte seit der Lehman-Krise, wenn man alles gleich 100 setzt, so ist das konstruiert, ja, in diesem Punkt, das ist natürlich willkürlich, aber man sieht die prozentualen Änderungen seitdem. Deutschland hatte eine viel bessere Performance als die EU. Aber nochmal, seit 2018 ist der Wurm drin. Die Gewichte verlagern sich von Deutschland in die anderen Länder der EU. Und welche Branchen sind das? Nun, es ist das Herzstück der deutschen Industrie, die Automobilproduktion, minus 14%. Eindeutig geht hier massiv der Fahrzeugbau, die Stückzahl der produzierten Autos, ja,
zurück, das ist hier gemessen. Und in der chemischen Industrie ähnlich, ein Rückgang um 20% gegenüber 2018. Das ist das zweite Kernstück der deutschen Wirtschaft. Die beiden Kerne, die bislang uns Weltgeltung und Einkommen durch die Exporte verschafft haben und Lebensstandard, die sind hier eindeutig im Rückgang. Und das ist nicht etwa ein statistisches Artefakt. Irgendwo konnte man mal lesen, ja, wenn man also die reale Wertschöpfung nimmt, dann sieht das günstiger aus. Aber wenn Sie sich angucken, wie die reale Wertschöpfung berechnet ist, das ist ja geradezu albern. Da wird werden die Importe zu Importpreisen runtergerechnet. Das heißt, der dramatische Anstieg der Importpreise im Vergleich zu den Produktpreisen, der zu einer Verringerung der Wertschöpfung führte, die stärker ist als das, was bei dieser Berechnungsmethode rauskommt, wird dann einfach wegdefiniert. So kann man ja nun wirklich nicht rechnen. Man kann immer, wenn man reale Reihen bildet, nur durch einen Preisindex, aber nicht gleich durch mehrere Teile. Gut, es sind gewaltige Opfer, die wir vornehmen. Der Standort wird wirklich kaputt gemacht durch diese Politik, aber was tut man nicht fürs Klima? Das Klimaproblem besteht, das ist, glaube ich, keine Einbildung. Aber die Frage ist, was können wir tun? Ich glaube leider nicht viel. Hier schauen wir uns mal den Markt für Erdöl an. Das ist der Ölpreis seit 1982, dem Ende der zweiten Ölkrise. Vorher gab es noch andere Effekte, da will ich jetzt nicht drauf zu sprechen kommen. Der geht rauf und runter. Riesige Schwankungen beim Ölpreis, zwischen 40 Barrel bis 140 Barrel, wenn Sie sich erinnern. Und hier ist die globale Ölproduktion in dasselbe Diagramm gezeichnet, und zwar so, dass der Mittelwert beider Kurven gleich 100 ist. Insofern kann ich denen dasselbe Diagramm zeichnen. Man sieht also, wenn man das vergleicht, die Preise sind enorm volatil und die Ölscheichs und die anderen Ölproduzenten, die zucken nur mit den Achseln und machen gar nichts. Die folgen quasi einem linearen Produktionspfad. Und das heißt, wenn irgendwo auf der Welt die Nachfrage nach Öl einbricht, dann fällt halt der Ölpreis im Weltmarkt und andere Regionen nutzen die Chance und kaufen zu niedrigeren Preisen genau das Öl. Das Öl bleibt deswegen nicht in der Erde, weil eine Region weniger Öl kauft, sondern es fließt einfach nur anderswohin. Es fließt hin und her. Die Tanker fahren mal dahin, die Welt ist groß. Aber die Extraktion aus der Erde heraus, die ändert sich nicht. Und weil die sich nicht ändert, ändert sich auch der CO2-Effekt nicht durch solche Preisänderungen. Aber die Preisänderungen sind das Einzige, was wir durch unsere europäische Verbotspolitik beim Öl, Autos und Hausbrand erzeugen können. Wenn wir weniger kaufen, dann fällt der Weltmarktpreis, weil wir nicht kaufen. Aber die Scheichs reagieren gar nicht. Das zeigt dieses Diagramm. Das heißt, unilaterale Einschränkungen des CO2-Ausstoßes in Teilen der Welt sind vollkommen sinnlos, weil die freigegebenen Brennstoffmengen, jedenfalls behandelbaren Brennstoffen, anderswo sofort verbrannt werden. Das ist was anderes bei der Braunkohle, die nicht gehandelt wird, was wir nicht aus der Erde rausholen, kommt auch nicht in die Luft. Da haben wir einen Effekt. Aber bei handelbaren Brennstoffen, und da ist das Erdöl ja das Musterbeispiel, haben wir null Effekt. Wir kasteien uns, machen die Industrie kaputt und erreichen nichts für die Umwelt. Steinkohle ist handelbar auch und Gas ist auch handelbar. Da gilt das also in abgeschwächter Form auch, dieses Phänomen. Und das Schlimme ist, durch das Verbot, das Verbrennerverbot hier zu Hause, subventionieren wir unsere Konkurrenten sonst wo auf der Welt, die jetzt eben billig die Brennstoffe bekommen. Wir machen unsere Industrie kaputt und subventionieren auch noch die anderen und fürs Klima, und zwar indem wir ihnen die Brennstoffe überlassen, die wir sonst genommen hätten. Und fürs Klima kommt halt nichts heraus. Einige sagen ja, wir sind klein, die Deutschen sind nur 1,7% des CO2-Ausstoßes, die EU nur 8%. Und wenn wir das einsparen, das hilft ja nicht viel. Das Argument ist vollkommen irreführend, denn der Punkt ist, dass wir gar keinen Effekt erzielen.
Ja, wegen des Verschiebebahnhofs bei den handelbaren Brennstoffen. Also CO2-Einsparungen bei handelbaren Brennstoffen vorzunehmen, ist wirkungslos, wenn es nur Teile der Welt machen. Wir brauchen einen Weltklimaklub. Und dass ein Klimaklub funktioniert, theoretisch, wenn man ihn denn einrichten könnte, ich habe keine Illusionen, sehen wir an der Covid-Krise. Die Covid-Krise führte zu einem plötzlichen Ölpreisrückgang, weil die ganze Welt in der Krise war und jetzt nicht mehr Öl kaufte. Dann haben die Ölscheichs und die anderen kalte Füße gekriegt, haben gesagt, das können wir nicht zulassen, da haben wir überhaupt keine Einnahmen mehr zum Schluss. Wir müssen also die Produktion drosseln. Und das haben sie getan, wie Sie an dieser gelben Kurve hier sehen. Erst ging der Preis runter, dann hat man die Produktion gedrosselt, um diesen extremen Preisverfall abzubremsen. Und das gelang auch, weil anschließend tatsächlich die Preise hochschossen, wieder, was ein Teil unseres Inflationsgeschehens ist. Und inzwischen finden auch die Förderländer wieder zurück auf ihren alten Pfad. Also, was wir daraus lernen, ist zweierlei. Alleingänge beim Klima, bei der Klimapolitik von Teilen der Welt sind nicht nur kleine Beiträge, sondern keine Beiträge. Ein Klimaklub indes, bei dem alle großen Länder koordiniert handeln, würde wirken, weil er genug Macht hat, durch Nachfrageeinschränkungen die Scheichs zu zwingen, das Zeugs in der Erde zu lassen. Dann kann es nicht in die Luft, dann gibt es keinen Klimaeffekt. Ganz einfache Zusammenhänge. So, und solange wir dieses Problem haben, brauchen wir uns überhaupt keine Gedanken darüber zu machen, ob wir den Strompreis subventionieren sollten, ob wir beschleunigte Abschreibungen einführen sollten, ob wir hier sonstige Investitionen in die Infrastruktur vornehmen in Deutschland. Das ist alles für die Katz, wenn dieses Kernproblem nicht gelöst ist. Das war jetzt mein zugegeben etwas provokanter Beitrag zu dieser Investitionsdebatte. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank. Dann hört als nächstes Dr. Weimar. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, dass ich heute Abend mit Ihnen diskutieren kann und dass ich die Möglichkeit habe, auch ein paar Worte vorweg zu sagen. Vielleicht ganz privat, ich fühle mich hier sehr, sehr wohl. Ich war, jawohl, danke, Herr Weimar. Ich brauche keine Präsentation, ich bin aus dem Alter raus. Dankeschön. Fühle mich hier sau wohl. Warum ist das der Fall? Ich habe die schönste Zeit meines Lebens in Feldafing verbracht. Ich war 9 Jahre Chef der Hypervereinsbank, von 2009 mitten in der Krise bis 2017. Haben wir wirklich was gerissen hier. Ich saß hier 100 Meter entfernt und ich habe in diesem Hotel im Bayerischen Hof 8 Jahre meines Lebens 4 Tage die Woche gelebt, meine Damen und Herren, um das deutlich zu sagen. Und ich habe hier viele, viele Freunde gewonnen. Das ist nun mal so, wenn man 2 Töchter hat und wenn die Kinder hier aufgewachsen sind, geboren sind, in Starnberg und so weiter, dann hat man die Freunde hier. Und ich kann Ihnen sagen, wenn ich hier Herrn Bader sehe, dann geht mir das Herz auf. Ich darf Ihnen verraten, dass ich bei der Hypovereinsbank als Chef einen Aufsichtsrat hatte. Und der Aufsichtsrat war der liebe Herr Sinn. Am Anfang. Und das Buch Casino-Kapitalismus, ich glaube, das hat er nebenbei in der Aufsichtsratssitzung geschrieben, sonst wäre es nie so gut geworden, ehrlich gesagt. Und mit Ed Grubasik verbinde mich natürlich die Zeit bei McKinsey. Er war schon der technologische Papst, als ich noch ein kleiner Schulbub vom Lande war, meine Damen und Herren. Ich liebe es hier zu sein, ich liebe es so sehr hier zu sein, dass ich um 20.30 Uhr pünktlich gehen werde. Ich war nämlich auch im FC Bayern Aufsichtsrat lange Jahre. Und Uli hat mich eingeladen, heute Abend zum Spiel zu kommen. Egal wie interessant es ist, ich gehe dann einfach. Ja, weil Arsenal muss heute geschlagen werden, meine Damen und Herren.
Das sollte jetzt wenigstens ein paar klatschen, die nicht nur bei München. Als Börsenchef bin ich international extrem viel unterwegs. Ich bin ein gefragter, wenn auch nicht geliebter Partner, Gesprächspartner in Berlin und in Brüssel. Warum sage ich das? Ich habe inzwischen mein 18. Treffen mit unserem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Habeck hinter mir. Und ich kann Ihnen sagen, es ist eine schiere Katastrophe. Ja? Am Anfang war ich großer, war ich voller Begeisterung, er hat super zugehört, hat auch ein paar Dinge richtig gemacht. Aber inzwischen kommen die Fundamentalisten eben immer mehr durch. Und ich habe einfach Diskussionen mit Christian Lindner, mit Olaf Scholz. Und ich will mal aus den Diskussionen, was ich denen sage, heute Abend auch Ihnen hier vortragen. Ohne Slides, ohne Schaubilder. Ja, das kann der Professor Sinn ohnehin viel besser. Aber ich habe die direkte Kenntnis, meine Damen und Herren, was die internationalen Investoren über Deutschland sagen. Was ich heute Abend hier vortrage, ist O-Ton. Das ist nicht eine Weimar-Interpretation, sondern was sagen die Investoren mir als dem deutschen Börsechef, dem Mr. DAX, dem Mr. Stocks. Ja, ich habe die Hälfte der DAX-CEO-Chefs kenne ich persönlich und auf der Vornamensbasis und ich komme halt viel rum. Und ich will ihn heute Abend nicht verderben, aber eines ist klar, so schlecht wie jetzt war unser Ansehen in der Welt noch nie. Noch nie. Und leider muss ich Ihnen das sagen, die Sicht der sogenannten Long-Investoren, das sind diejenigen, die gezielt in Unternehmen im DAX einkaufen, BlackRock, Fidelity, ja, große Pensionsfonds wie die Allianz und dergleichen mehr, mit denen wir zu tun haben. Ich rede nicht über die Hedgefonds, die nur an Stelle Geld interessiert sind, sondern ich sage Ihnen das, was die guten Investoren mir sagen in Gesprächen. Und ich kann Ihnen sagen, die schütteln nur noch den Kopf, die sagen mir, wo sind denn eigentlich, lieber Theodor, die deutschen Tugenden geblieben? Wir wissen nicht mehr, wie wir euch in Deutschland lesen sollen. Die Gespräche mit Investoren haben fatalistischen Charakter. Die Investoren sagen, wenn ihr so weitermacht, werden wir euch noch weiter meiden. Wir werden noch weiter rausgehen aus Deutschland. Die Wahrheit ist die, internationale Investoren investieren nur noch in Deutschland, opportunistisch, weil sie sagen, ihr seid so günstig. Wir sind zum Ramschladen geworden. Die Bewertung, der hohe DAX, den wir im Moment haben, ja, der ist nicht getrieben von starken Fundamentaldaten, sondern er ist opportunistisch getrieben, weil so viel Geld da ist, dass nach wie vor die Leute sagen, na gut, in Deutschland legen wir auch noch Geld hin. Aber fundamental, das, was Professor Sinn ja auch vorgetragen hat, fundamental sagen die, was ihr macht, ist einfach bekloppt. Ist einfach bekloppt. Ja. Politisch zeigt ihr überhaupt keine Führungsstärke mehr. Was ich mir anhören muss, selbst in Asien, wo man ja Gesichtswahrung ganz hoch schreibt, du kennst das aus deiner Vorlesung in Singapur, Ed. Ja. Inzwischen sagen mir die Leute in Singapur, sag mal, was leistet ihr euch eigentlich da für eine Regierung? Ihr seid auf dem besten Weg, O-Ton, zu einer richtigen alten Ökonomie zu werden. Ihr seid das Japan Europas. Ist euch das klar? Ihr lauft auf dem japanischen Pfad. Ihr glaubt ja selbst nicht mehr an Wachstum. Ihr glaubt ja selbst nicht mehr an Wachstum. Und ich erinnere mich, und ich bin ja parteipolitisch übergreifend tätig, ich erinnere mich an Gespräche mit Wolfgang Schäuble. Wir beide haben uns sehr geschätzt. Ich habe dem Wolfgang gesagt, Wolfgang, du glaubst auch nicht mehr an Wachstum. Und da sagt er, ja, wir wissen nicht mehr, alle Leute sagen, es geht mir, das dummes Zeugs. Man kann wachsen, aber wir sind in der neuen Welt angekommen. Die letzten 30 Jahre sind wir gewachsen durch Wachstum vom Welthandel, durch Globalisierung. Und die letzten 10 Jahre und die nächsten 20 Jahre werden wir wachsen durch Technologie. Technologie ist der Treiber vom Wachstum und nicht mehr der Welthandel. Das müssen wir klar machen. Es wird immer noch Welthandel geben, aber dennoch ist es so, dass wir klar erkennen müssen, wir haben den Treiber verschlafen. Und wir müssen wieder an Wachstum glauben und dafür braucht es Investitionen, ist ja das Thema von heute Abend. Wirtschaftspolitisch sagen Investoren, fehlt uns der Kompass, der ordnungspolitische Kompass, ja. Wir sind längst im Big Government angekommen, wie mir gesagt wird.
die Regierung glaubt, uns vor allem schützen zu müssen. Und verdammt, ich will gar nicht geschützt werden von dieser Regierung. Ja, ich muss mir sagen lassen, wo meine Frau und ich investieren dürfen. Und meine Frau, kluge Frau, nicht nur gut aussehend, ja, die macht eben auch mal Investments, ja, weil wir das unternehmisch für richtig halten. Und da muss ich irgendwie 40 Seiten ausfüllen, ja, und nachweisen. Und erklärt mir ein Banker, Herr Dr. Weimer, Sie können die Investments machen. Sie haben die Sophistizierung im Investment, Ihre Frau nicht. Das ist doch bekloppt. Leute, ist doch bekloppt. In Amerika sagen die, das kann doch überhaupt nicht mehr wahr sein. Wir sind ökonomisch gesprochen auf dem Weg zum Entwicklungsland. Wir machen uns klein vor Brüssel und vor Berlin, und zwar wir Unternehmer. Ja, und die Amerikaner sagen mir klipp und klar ins Gesicht, hört auf, eine Public Economy zu sein, die wie das Kaninchen vor der Schlange sitzt und darauf wartet, dass die Schlange zubeißt. Werdet wie wir eine Private Economy. Der Unterschied ist doch inzwischen die, in USA sagen die, ist uns doch egal, welcher alte Mann Präsident wird. Wir als Unternehmer, wir führen das Land, ist uns doch völlig egal. Die Wirtschaftspolitik, die nächsten 10 Jahre werden eine Bonanza in den USA, ist vollkommen klar, egal welcher Präsident da ist. Ja, in der gesellschaftspolitischen Spaltung ist das Problem, aber in der wirtschaftspolitischen Seite nicht. Und Sie werden sehen, der Amerikaner, wenn es dem Geldbeutel gut geht, werden die auch die Spaltung überwinden. Wir haben, so klar wie Herr Sinn das vorgetragen hat, kann ich das nur kurz ausführen, wir haben die Automobilindustrie kaputt gemacht. Mir tut's in der Seele weh, wenn ich mit Zipse rede, mit Ola rede und mit anderen. Die traden bei einem Multiple, wie wir das so schön sagen, von 4 bis 6 Mal. Ja, also KGV, habe ich das mal gelernt, als ich Bub war, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4 bis 6. Das ist doch ein Wahnsinn. Unsere tollen deutschen Autos werden im Gewinn mit 4-mal bewertet. Das heißt also BMW, das Unternehmen, ja, macht bei 5 Milliarden ja, Gewinn, ja, macht, werden die gerade mal mit 20 Milliarden bewertet. Jetzt machen sie Gott sei Dank mehr Gewinn. Aber ist ja lächerlich, ist doch lächerlich. Die deutsche Börse, mein Unternehmen, 14.000 Leute habe ich, davon 6.000 irgendwie außerhalb in Asien. Ich habe ein KGV von 20, über 20. Warum? Weil ich eine Software, eine Technologiebude bin und so weiter. Ja. Und wir haben uns doch durch unsere fatale Diskussion über das Geschäftsmodell Deutschland, die gezielt von gewissen Kreisen eingesteuert worden ist, haben wir uns unser Geschäftsmodell kaputt reden lassen, haben die Energie nach oben gezogen, haben damit durch die CO2-Vorgaben die Automobilisten in die falsche Ecke gezwungen, aus der sie nicht mehr rauskommen. Und jetzt heult der Bosch. Jetzt heult mein Freund Stefan Hartung, Chef von Bosch, sagt, ja, wie soll denn das gehen? Und by the way, die nächsten 35 Jahre werden wir noch Verbrenner haben. Was wir machen, ist Wahnsinn. Ja, wenn ich heute einen 7er BMW kaufe als mein Dienstwagen, da kriege ich nur einen 6-Zylinder, den ich Hybrid kaufen muss. In den USA kriege ich den 8-Zylinder, voll, ja, ohne Hybrid. Und Sie können sich vorstellen, dass die Dinger natürlich super teuer sind. Und dann erklärt mir mein Aufsichtsrat noch, ja, ja, wir müssen auch CO2 und so weiter, wir müssen die Mietwagen, die Dienstwagen kleiner machen. Das ist doch dummes Zeugs. Wir müssen Dienstwagen wieder groß machen. Das schafft nämlich Wachstum. Das sind noch die Investitionen, die wir brauchen. Migration, danke sehr. Unsere Migrationspolitik, ich will nicht zu politisch werden, wird allseits als vollkommen falsch empfunden, vollkommen klar. Unsere Ausrichtung am Gutmenschentum wird nirgends geteilt. Migration ökonomisch heißt, du holst, wenn du Facharbeitermangel hast, holst du Leute rein, die arbeiten, die deine Sprache sprechen, ja, und die Sozialprodukt generieren. Aber nicht die zu 50% das Bürgergeld abkassieren und das irgendwo hinschicken, meine Damen und Herren. Verteidigung haben wir verschlafen. Verteidigung haben wir in einer Art und Weise verschlafen, ist jetzt noch unglaublich, Sondervermögen 100 Milliarden. Wir wissen ja gar nicht, wie wir das Geld ausgeben sollen. Wir geben es wieder falsch aus. Jetzt betrügen wir beim 2%-Ziel, betrügen wir, indem wir Pensionen mit reinrechnen und dergleichen in die 2%. Ja, glauben Sie denn hier im Saal, alles ausgewachsene Damen und Herren, glauben Sie, dass in den USA irgendjemand nicht merkt, was wir da tun? Reden Sie mal mit dem Pappberger, dem CEO, ja, von der größten Rüstungsschmiede, die wir haben. Das ist doch Wahnsinn. Wir haben für 1,5 bis 2 Tage Munition. Das ist die Situation, ja. Und da sagt mir der Wolfgang Schmidt, ja, das müssen wir ändern. Sag ich, ja, dann mach, ja, endlich. Bei der Digitalisierung haben wir gar nichts hingekriegt. Wenn Sie sich Estland angucken, was Estland geleistet hat,
ja, wo Sie in 3 bis 5 Minuten eine Steuererklärung machen, wo Sie jede Geschichte, ja, online machen können. Und bei uns muss der Weimer, der jedes Quartal zweimal eine irgendwie geartetes Führungszeugnis braucht, das ist eh schon Schwachsinn, ja, muss ich jedes Mal nach Wiesbaden, die Stadt Wiesbaden fahren, die kann doch nicht mal meinen Fahrer schicken, ich muss selbst erscheinen, um ein Führungszeugnis zu beantragen, das abzuholen. Ich meine, wo sind wir angekommen, meine Damen und Herren? Ja, und wenn ich, haben Sie diese, kennen Sie diese Geschichte mit dem A1, ja, wenn Sie heute, ja, hier, das ist doch der Wahnsinn, ich hab dem Scholz das gesagt, das sagt schon, was ist A1? Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben, ich habe das A1 immer noch. Wenn Sie nach Frankreich gehen, nach Belgien gehen, egal wohin, muss jeder Mitarbeiter jedes Mal eine Eins ausdrücken. Also wie bekloppt ist das denn, meine Damen und Herren? Wir ersticken in der Komplexität, in der Bürokratie. Ja. Nochmal deutlich, das habe ich nicht verstanden. Das A1? Das A1 ist. Also, wenn Sie Unternehmen sind, dann brauchen Sie ja für jeden Mitarbeiter, den Sie in Europa, nach Europa schicken, für eine Tagesreise, ja, also wenn meine Mitarbeiter nach Paris gehen oder nach Brüssel gehen, ja, dann sind sie verpflichtet, ein A1-Formular auszufüllen als Mitarbeiter. Dieses A1-Formular muss ausgedruckt werden, muss ausgefüllt werden und das weist nach, dass sie sozialversicherungspflichtig sind. Stell dir mal vor, Mitarbeiter der deutschen Börse, im Durchschnitt verdienen die Burschen, meine Mädels, 125.000 Euro. Die müssen nachweisen und werden überprüft in Paris am Flughafen und sonst so werden sie überprüft. Dann hat der Weimer als Sie merken ja schon, was ich für ein Typ bin. Hab gesagt, ich weise jetzt an. Es wird dieses blöde A1 nicht mehr ausgefüllt. Und ich bin bereit, als Unternehmen jede Strafe, die es gibt, wenn mich mal einer von 10.000 erwischt, ja, dann zahle ich die Strafe dafür. Was meinen Sie, was in meinem Prüfungsausschuss im Audit Committee los war, als ich gesagt habe, wir machen das so. Das ist legaler Rechtsbruch, das ist, Herr Weimer, wenn wir das machen, lieber Theodor, wir lieben dich, wir schätzen dich, aber das können wir nicht machen, das ist Anstiftung zur Verletzung des Legalitätsprinzips. So läuft's, meine Damen und Herren. Wir sind inzwischen in Europa bei den Investoren, wir sind bei dem geflügelten Wort des German Vote angekommen. Ich weiß nicht, ob sie das hier bis München durchgesprochen hat. In Europa geht nichts mehr wegen Deutschland. Ja, früher unter Merkel hat Merkel mir selbst gesagt, Herr Dr. Weimer, wir müssen ökonomisch führen. Wir können nicht auch noch politisch in Europa führen. Das war ja immer ihr Mantra. Inzwischen müssen Sie einfach sehen, wir führen politisch nicht mehr, weil wir 3 Parteien haben in der Ampel und der kleinste gemeinsame Nenner überhaupt nichts mehr bringt und alle anderen in der EU der 27 und sagen, Deutschland ist der Verhinderer. Das ist das German Vote. Wir verhindern in Europa alles. Und gleichzeitig, wir führen nicht mehr ökonomisch. Die Zahlen sprechen der Bände. 0,2% Wachstum dieses Jahr. Wir sind nicht auf dem Niveau von 2019 angekommen. Wir haben alles gesehen. Meine Damen und Herren, Investoren schauen dahin. Und inzwischen verlangen die Investoren, wenn sie investieren in Deutschland, eine Risikoprämie. Früher hatten wir mal Risikodiscount, weil alle Welt gesagt hat, Deutschland ist doch super, Rechtssystem ist gut und so weiter. Ja, Professor Grubasik hat das hervorgetragen. Ökonomisch gesprochen, lieber Professor Sinn, wir haben ein höheres Beta. Deutschland hat ein höheres Risikobeta, ja, um das deutlich zu sagen. Was führt dazu? Meine Kollegen, ja, im CEO-Kreis der DAX 40 und im MDAX, ich sitze auch bei Knorr-Bremse im Aufsichtsrat, ja. Der Heinz Hermann wird sich heute noch im Grab rumdrehen, wenn er sieht, was da abgeht. Ja. Aber tatsächlich, die deutschen Unternehmen, ja, machen nur noch einen Bruchteil ihres Umsatzes in Deutschland. Das ist ja okay. Sie machen aber noch einen viel kleineren Bruchteil des Gewinns hier. Das Problem ist, der Gewinn wird nicht mehr hier produziert. Und durch den Inflation Reduction Act in den USA sind alle Unternehmer nach USA gegangen. Ich habe, seitdem ich da bin, mein ganzes Datengeschäft, mein ganzes Softwaregeschäft, ja, habe ich von 4% auf 25% Umsatzanteil hochgetrieben. Das dann findet alles statt in USA, ja, und inzwischen in Kopenhagen, meine Damen und Herren. Nicht mehr in Deutschland. Wenn mir schon einer ankommt mit der Datenschutzgrundverordnung, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch einfach nur Wahnsinn. Ja, wir sind an einem Punkt angekommen, meine Damen und Herren, wo wir zur Private Economy werden müssen, wo die Unternehmer wieder sagen, wir machen nicht mehr mit, ja, der Staat wird es nicht richten, um es ganz deutlich zu sagen, er wird es nicht richten. Die ausländischen Investoren ziehen sich zurück. Ja, wir befinden uns nach allen Rankings, ja, nicht nur inzwischen weit unten,
sondern die Tendenz geht weiter Richtung Süden, meine Damen und Herren. Und das muss dringend geändert werden. Und das geht nur, ja, indem wir in solchen Runden wie diesen ganz klar die Dinge aussprechen. Die Zeiten, wo man gesagt hätte, redet doch bitte Deutschland nicht schlecht. It's over, es ist over. Ja, würde der Wolfgang Schäuble gesagt haben, es ist over. Ja, wir müssen der Realität ins Auge blicken, ja, und wir müssen uns auf unsere Tugenden wieder besinnen, und da gehört auch ein bisschen Fleiß dazu, ja, was wir angerichtet haben mit dieser Work-Life-Balance-Geschichte, was wir angerichtet haben mit Homeoffice, darüber können wir gleich diskutieren, ich danke Ihnen. Also jetzt versetzen Sie sich mal in meine Situation, wie man als Diskussionsleiter hier eine begeisterte Maßnahmenentwicklung für mehr Investitionen zustande kriegen soll in der Diskussion vor diesem Hintergrund. Ich glaube, der einfachste positive Einstieg, der uns bleibt, ist vielleicht zunächst einmal den Frust über die existierende Regierung zu vergessen und zu sagen, lass uns doch darüber reden, was die nächste machen müsste. Ich glaube, das könnte die positivste Art sein, diese Abenddiskussion zu führen. Ich darf dabei erinnern, dass auch die Regierungen zu Zeiten von Frau Merkel es nie geschafft haben, in der Investitionshitliste weiter vorne zu sein. Und am Ende, ich will nicht gleich eine Diskussion darauf bringen, sind 4 Jahresrhythmen gut für Investitionen? Nun, für staatliche Investitionen vielleicht nicht so sehr, weil die Ziele nicht innerhalb von 4 Jahren in irgendeiner Art merkbar erreicht werden. Aber für die Industrie und die Wirtschaft einen Rahmen zu schaffen, der blühende Wirtschaft ermöglicht, das kann man von jeder Regierung verlangen, denn am Ende hängt auch das Staatsbudget an diesem Wachstum und den Investitionen, die wir in die Industrie schaffen oder in die Wirtschaft schaffen. Vielleicht ist das die Frage. Ich darf vielleicht als erstes mit unserem Volkswirtschaftler, Professor Sinn, die Frage stellen, was sehen Sie für die größten Hebel der nächsten Regierung, um diesen Trend der Desinvestition zurückzudrehen und wieder ein positives Investitionsklima zu schaffen? An was müssen wir ran? Ja, also das Wichtigste ist, wie ich versucht habe in meinem Vortrag klarzumachen, dass wir den Kurs ändern. Wir können diese Klimapolitik so nicht fortsetzen. Wir müssen tatsächlich anfangen, den Brand zu löschen. Und das bedeutet eben auch, in der EU vorstellig zu werden und eine andere Gangart anzulegen, sodass diese Art von Mogeleien, wie sie mit dem Verbrennerverbot gemacht werden, zum Schaden der deutschen Industrie einfach nicht mehr toleriert werden. Das ist ja eine Mogelei, wenn man sagt, dass die E-Autos einen CO2-Ausstoß von 0 haben. Das ist keine andere Mogelei als die Abschaltvorrichtungen von Volkswagen. Nicht? Auch das Lieferkettengesetz und die ganze ESG-Gesetzgebung, die also die Firmen verpflichtet, die Herkunft der Vorprodukte zu dokumentieren im Hinblick auf die Sozialverträglichkeit der Produktion, das muss beseitigt werden. Sofort beseitigt werden. Es ist ein, stranguliert die Wirtschaft. Man traut sich ja gar nicht mehr, Vorprodukte aus dem Ausland zu beziehen, weil man die Dokumentationspflichten, die damit verbunden sind, nicht erfüllen kann. Eine Firma, die einen Kugelschreiber produziert, ja, hat 10 Vorlieferanten von irgendwelchen Teilen des Kugelschreibers. Und manchmal gibt es ja so Fernsehsendungen, die das darlegen. Für jedes dieser Teile, was da drin ist, sind wieder 10 Vorlieferanten. Also das ist ja eine Kette, die ist ja überhaupt nicht überschaubar. Es ist vollkommen unmöglich, das zu machen. Und es läuft darauf hinaus, dass der Handel unterbunden wird. Und
Gut, da kann man sagen, ist ja schön, dann können ja unsere reinkommen und das machen, aber die haben zum Teil die Produkte nicht. Unter den 600, es gibt 600 Produktgruppen in Deutschland erzeugter Waren, die Importe aus China über 50% liegen, nur mal um das klarzumachen. Es gibt keinen Wirtschaftszweig im verarbeitenden Gewerbe, keine Firma, die nicht in erheblichem Maße auf Vorlieferungen aus China speziell, aber auch aus anderen Teilen hier angewiesen ist. Wenn das jetzt alles mit ESG kaputt gemacht wird, dann machen sie auch die Firmen mit ihren Geschäftsmodellen kaputt. Ja? Die können ja gar nicht alleine. Was ist denn die Idee dahinter? Natürlich ist es der Protektionismus. Man soll irgendwie die europäischen Hersteller von solchen Vorprodukten schützen vor der chinesischen Konkurrenz. Nur haben sie die Kapazität gar nicht und die Konsequenz ist die Unterbrechung des Handels und der Arbeitsteilung in der Welt. Handel ist Arbeitsteilung, ist die Voraussetzung für die Entwicklung des Wohlstands und es gibt kaum eine Volkswirtschaft auf der Erde, die in dieser extremen Form durch die Beteiligung an der weltweiten Arbeitsteilung reüssiert hat wie die deutsche. Ist das ein Punkt, wo wir auch den Herrn Weimar hören könnten, sagen, aus Ihrer Perspektive, was würden wir der nächsten Regierung sagen, das Wichtigste, dass wir wieder Desinvestitionen stoppen und mehr Investitionen bekommen? Also ich glaube, zusätzlich zu dem, was Herr Sinn ausgeführt hat, muss ein Programm folgende Komponente haben. Ich bin kein Politiker, aber ich sage dem Friedrich Merz und anderen Folgendes. Erstens, ja, wir müssen wieder einen ordnungspolitischen Kompass haben und der Staat muss sich zurückziehen, der Staat muss Rahmen setzen. Zweitens, ja, wir müssen alles tun, um Investoren mit anzulocken und das bedeutet, wir müssen Steuersenkungen für intelligente Investitionen machen. Wir müssen, wenn Sie mal angucken, wie Frankreich uns abgehängt hat mit der Tech-Initiative, ja, inzwischen ist es so, dass die Regierung versucht zu kopieren, was Frankreich macht, was Niederlande tut, was Singapur gemacht haben, was andere Länder tun. Es ist nun mal so, wenn du im Technologiezeitalter angekommen bist, dann musst du Steuererleichterungen schaffen auf Investorenseite und auf der Startup-Seite, auf der Later-Stage-Seite musst du Steuererleichterungen schaffen, dass diese Unternehmen nach vorne kommen. Es kann doch nicht sein, dass wir in Deutschland jetzt für verrückt die Seed-Investoren fördern und viel Geld über die KfW jetzt reinpumpen und die Guten, die sich rausmändeln, ja im Later-Stage-Bereich, die werden dann von Amerikanern gekauft. Die werden jetzt zum zweiten Mal über den Tisch gezogen. Insofern muss Later-Stage was geändert werden. Wir müssen auf der Digitalisierung einen richtigen Sprung nach vorne machen. Wie das mit dem Föderalismus funktioniert, weiß ich nicht, aber die Verwaltungsdienste sind zu digitalisieren und es braucht im Innovationsökosystem. Ja, und wir haben in Garching hier in München eine super Ausgangssituation. Das braucht es nicht einmal, das braucht es in vielen, Clustern, die wir aufbauen. Und es braucht natürlich am Ende des Tages, und da bin ich gar nicht so kritisch, ja, wenn sich der Wind mal wieder weht, ja, und dreht, nicht weht, wenn sich der Wind mal wieder dreht in die andere Richtung, ja, machen wir uns nichts vor, es gibt genug Unternehmer und ich kenne tolle Unternehmer in Deutschland, wir müssen uns vor niemand verstecken. Aber man muss denen auch sagen, es geht wieder was. Und wir haben ja ständig eine Diskussion darüber, wie kann man aus Deutschland wegziehen. Ja? Und wir müssen mal wieder sagen, pass mal auf, das ist keine Lösung. Ja? So eine Lösung muss natürlich sein, wir bleiben in Deutschland, wir zeigen es den anderen mal, wie es geht. Wir sollten uns nicht bevormunden lassen, auch von Europa permanent. Die Wahrheit ist ja, wie wir gegängelt werden von Europa in Deutschland und es nicht zugeben. Ja, und die glauben alle, die Deutschen würden sich merken, aber wir haben es doch gemerkt. Ich glaube, wir müssen einfach wieder selbstbewusster auftreten. Ich war lange genug am Gängelband der Italiener bei der HVB, bei der Unicredit. Das kann ich Ihnen sagen. Und die einzige Sprache, die verstehen, ist Widerstand. Mache ich nicht mit, ich lege mich quer. Und in vielen Gesprächen in Mailand haben die Italiener zu mir gesagt, ich sage es jetzt auf Deutsch, ich verstehe nicht, wie blöd seid ihr eigentlich? Ja, wer zahlt, schafft an. Ihr müsst einfach mal sagen, was ihr wollt. Wir glauben immer, wir müssten devot sein. Und die Europäer verstehen das nicht. Gucken Sie sich Macron an. Die französische Wirtschaft ist kein Deut besser als unsere. Und Macron erzählt überall rum, wir hätten ein schlechteres Geschäftssystem als Deutschland. Und das lassen wir uns gefallen. Das
geht halt nicht mehr. Ich nehme das zum Anlass auch mal aus dem Gespräch mit Herrn Cordes, die Industrieperspektive etwas auszuleuchten. Es ist überraschend, dass vor 5 Jahren vielleicht andere Maßnahmen vorgeschlagen würden als heute. Heute kommt als erstes in der Industriediskussion Energiekosten runter. Wir sind heute um einen Faktor 5 teurer in den Energiekosten für die Industrie als USA. Und die Frage, was bedeutet denn das? Das bedeutet als erstes, eine Energiepolitik zu machen, die keine Ideologie kennt. Auch wenn wir CO2 sparen wollen, heißt das, dass wir viele Dinge nicht verbieten sollten, die wir heute verbieten. Zum Beispiel Fracking, Erdgaserzeugung in Deutschland. Wenn wir die Preise runterkriegen wollen, müssen wir das Angebot erhöhen. Das heißt, auch wenn man ohne bei teurem Strom vielleicht ohne Kernkraftwerke auskommt, über Kernkraftstrom mit Sicherheit die Strommenge zu erhöhen, anzubieten und Preise zu senken. Oder nicht den kargen grünen Strom, den wir haben, jetzt zu Wasserstoff zu machen, wo wir noch nicht einmal für die Autos genügend grünen Strom haben und damit Kohle fahren müssen, da mache ich doch lieber aus Erdgas Wasserstoff und vergrabe das im Prozess entstehende CO2 irgendwo wieder in den Erdgasfeldern. CO2, flüssig und auch gasförmig, ist schwer, sitzt gerne unten in den Kavernen, treibt das Erdgas raus. Also diese Idee, aus Erdgas Wasserstoff zu machen, wenn wir das in großen Mengen machen, kommen wir zu Energiepreisen, die um einiges unter dem grünen Wasserstoff liegen. Schon heute. Aber unsere Grünen sagen, nein, das ist ideologisch schlecht, weil dann macht man ja weiter mit Fossilen. Statt zu sagen, Fossile ist kein Thema, CO2 ist das Thema. Wir müssen schauen, dass wir vom CO2 wegkommen. Genauso das Thema Energie einsparen auf die Raten, wie Professor Singh gezeigt hat. Nicht Energie ist der Gegner, CO2 ist der Gegner. Wenn ich weiß, dass überall auf der Welt noch 30 Jahre Verbrennerautos fahren werden und ich denen helfen will, dann brauche ich nicht Verbrennerverbot, sondern wahrscheinlich E-Fuels. Das heißt, ich mache es ja aus grünem Wasserstoff mit Hilfe von Methanol aus der Luft. Mit Hilfe von CO2 aus der Luft mache ich Methanol. Und dieses Methanol brennt wunderbar in Dieselfahrzeugen oder in Benziner, wenn ich Kerosin draus mache, auch in Flugzeugen. Also das sind alles Technologien, die existieren, die wir aber verbieten, ideologisch verbieten. Weil wir sagen, das setzt immer noch irgendwo auf Fossilen auf. Aber wir müssen vielleicht mehr sagen, nicht die Fossilen sind der Gegner, sondern das CO2. Ich muss das CO2 wegkriegen. Und dann könnte ich wahrscheinlich auch so manche Industrie, statt sie zu verdrängen, auch sagen, wenn wir CO2 am Kamin einfangen können und das dann flüssig mit einer Pipeline nach Norwegen in die Erdgasfelder schicken, was uns die anbieten, dann müssen wir mal ein bisschen rechnen, ob sich das alles noch vernünftig wirtschaftlich darstellen lässt, aber dann ist das auch eine Lösung und ich muss das nicht verbieten. Also Technologieoffenheit in dieser Klimapolitik ist eines. Energieangebot erhöhen ist das Allerwichtigste. Und alle Mittel für die nächste Regierung sagen, alle Mittel nutzen, dass wir Energieangebot erhöhen. Das heißt Kernkraft, soweit sie noch verwendbar sind, wieder anwerfen. Das heißt eigenes Erdgas erzeugen. Das heißt blauen Wasserstoff importieren. Wir haben noch eine Reihe Hebel, die wir nicht nutzen, um Energiepreise runterzukriegen. Ich denke aber auch, die Industrie würde und generell unsere Wirtschaft würde blühen, wenn die Politik nicht nur daran denkt, dass der Hauptspaß der Politik ist, Geld auszugeben, weil das Macht zeigt und Einfluss. Man kann auch Projekte organisieren mit privatem Geld. Und Public-Private Partnerships für Infrastruktur wäre durchaus etwas, was einen Teil dieses Geldes, das an uns vorbeifließt, nutzbar macht. Vielleicht können wir da auch später nochmal darauf zurückkommen. Ich würde gerne diese Grundsatzfrage auch noch etwas an meine beiden Partner stellen. Lohnt es sich, Industriepolitik zu machen, so wie die Franzosen das gerne machen,
Industrien auszusuchen, die wir dann kräftig fördern? Oder lohnt es sich einfach für alle Standortverbesserungen zu machen, zum Beispiel Steuern zu senken, Bürokratie abzuschaffen, One-Stop-Shop einzurichten für Gründer, One-Stop-Shop einzurichten für ausländische Investoren, dass alle Prozesse an einer Stelle gemacht werden? Oder wollen wir lieber mit Subventionen oder Steuerung des Staats einzelne Industrien fördern? Ich glaube, ich kenne Ihre Antwort, Professor Sinn, aber es wäre gut, wenn wir Sie alle hören. Ja, nun gut, also es war eine rhetorische Frage dann, nicht? Die Franzosen haben ja diese Industriepolitik, dass sie auf die Champions gesetzt haben, die großen Jahrzehnte gemacht. Und das geht zurück bis auf den Merkantilismus von Colbert, dem Finanzminister von Ludwig XIV. Lange Geschichte. Die wollen halt immer planen. Und herausgekommen ist eigentlich eine sehr miserable Wirtschaftsentwicklung. Die Industrie ist anteilig am Sozialprodukt nur halb so groß wie in Deutschland. Das Industriesterben Frankreichs ist der beste Beweis dafür, dass das nicht funktioniert hat. Und wir haben stattdessen auf die Marktwirtschaft gesetzt. Wir haben World Champions, wir haben 2000 Firmen im verarbeitenden Gewerbe meistens, die Weltchampions sind in ihren Nischen, die sie da besetzen. Das sind so kleine mittelständische Firmen, die entstanden sind, aber dann wirklich innovativ sind. Das ist die Leistungsfähigkeit unseres marktwirtschaftlichen, auf Erhard und anderen basierenden Ansatzes. Und davon sollten wir unter gar keinen Umständen lassen. Und deswegen nochmal mein Petitum. Der EU muss in diesem Punkt ein Riegel vorgeschoben werden. Wir können diesen Dirigismus, den Neodirigismus, der eigentlich zu einer Planwirtschaft gehört und nicht zu einer Marktwirtschaft, nicht akzeptieren. Da müssen wir uns auf die Hinterbeine stellen. Und das gilt im Übrigen ja auch im Inneren. Wir sind ja auch gerne am Regulieren. Ja? Also wenn man sieht, was hier der Hoffnungsschimmer der deutschen Pharmaindustrie war, BioNTech mit der genorientierten Medikamenten- und Impfstoffentwicklung, ja, da ist einiges unterwegs. Es ist ein neues Cluster in Mainz entstanden von einer ganzen neuen Pharmaindustrie auf dieser Basis. Das kann einmal eine glorreiche Zukunft sein. Und was macht BioNTech? Lagert jedenfalls einen Teil seines Unternehmens aus nach England, weil die Datenschutzregeln da anders sind, sodass sie also überhaupt die ganzen Tests leichter dort machen können als hier. Sind wir schon wieder dabei, durch überzogene Regulierung das kaputt zu machen. Also wir brauchen ein Programm der Deregulierung. Der Staat darf nur den Ordnungsrahmen setzen, darf aber keine Anordnungen machen, keine Gebote und keine Verbote. Wenn er steuern will, muss er es über präziale Anreize machen, indem er Preise setzt, zum Beispiel für CO2 und so weiter, aber im Rahmen dessen, was ich da diskutiert habe. Und dann möchte ich gerne noch zwei Punkte aufführen, die mir ganz wichtig sind bei dieser Debatte. Ein Riesenproblem hat Deutschland beim Sozialstaat, das kam ja auch von Ihnen schon. Der Sozialstaat wird aufgestellt als Konkurrent der privaten Wirtschaft. Das Bürgergeld ist halt für viele attraktiver, als in die Wirtschaft zu gehen. Kein Wunder, dass 17% der Ukrainer, die nach Deutschland kommen, nur arbeiten, während in Holland 70% arbeiten. Das liegt halt an der unterschiedlichen Gestaltung. Und das Bürgergeld und der Mindestlohn, die sind ja im Gleichschritt jetzt seit 2020 um 35 bis 37% hochgegangen. Ja, wo sind wir denn? Das ist ein Aspekt, der es der Wirtschaft immer schwerer macht, mit dem Sozialstaat noch zu konkurrieren. Wir brauchen einen Sozialstaat, der das Mitmachen statt das Wegbleiben prämiert. Der muss Zuschüsse geben. Wenn das, was man selber sich erarbeiten kann, mit seiner Hände arbeiten, nicht ausreicht, muss der Staat was obendrauf geben, sodass in der Summe aus dem Lohn und dem, was man dazu kriegt, ein sozial akzeptables Gesamteinkommen entsteht, aber nicht ein Sozialstaat, der sagt, wehe, du gehst in die private Wirtschaft, dann gebe ich dir nichts mehr. Das funktioniert ja nicht. Dann in dem Zusammenhang ein Riesenproblem, an dem kommen wir nicht so leicht vorbei, das ist die Demografie. Die Babyboomer, die 1964, 65 geboren sind, sind jetzt 60 Jahre alt und wollen in Kürze eine Rente von Kindern, die es nicht gibt. Und das wird also ein Hauen und Stechen werden in diesem Land. Was man da tut,
schwierig. Punktesystem für qualifizierte Immigration, das kam ja hier auch schon, nicht irgendeine Immigration, sondern wir müssen uns nicht unter humanitären Aspekten, sondern im Hinblick auf die Nützlichkeit für uns aussuchen, wer dieses Land betreten darf. Immerhin ist die deutsche Volkswirtschaft in Deutschland ein Club, der uns gemeinsam gehört, mit Clubgütern, mit wo wir einen Eigentumstitel haben als Staatsbürger. Ja? Das kann man doch nicht jedem einfach offen lassen, da hinzugehen, bloß weil es da so schön ist. Sondern wer in den Club reinkommt, das muss bestimmt werden von den vorhandenen Clubmitgliedern. Also bessere Immigrationspolitik und letztlich müssen wir ran an das an die Fertilitätsfrage. Das ist ein riesengroßes Tabu. Die Deutschen haben nicht genug Kinder, viele Nachbarn haben auch nicht genug Kinder. Aber wenn wir das Problem nicht lösen, ist das auch dann geht der Weg eben von jetzt an bergab. Denn die Babyboomer, die wollen nicht mehr und können auch zum großen Teil nicht mehr arbeiten. Und die Nachkommenden können sie gar nicht ernähren. Was machen wir denn da? Biedenkopf hat 1982 in einer großen Studie mit Miegel auf das hingewiesen, was wir jetzt konkret sehen. Und es gibt immer noch Leute, die bestreiten, dass das überhaupt so ist. Dabei stehen wir doch jetzt 5 Jahre vor dem oder 6 Jahre vor dem Eintritt der Babyboomer in das Rentenalter. Kann ich denn da noch das bezweifeln? Wir müssen dringend umsteuern und Familienpolitik machen, sodass die Leute wieder Kinder kriegen. Auch Frankreich macht das übrigens viel besser mit einer Vielzahl von Anreizsystemen. Die Rente ist höher, wenn man Kinder kriegt. Es gibt die École maternelle, die Vereinbarkeit von Schule und Beruf, Vorschule und Beruf der Mutter und so weiter. Also es gibt Möglichkeiten, das besser zu machen, als gerade die Deutschen das tun. Vielen Dank. Darf ich an Herrn Weimar schon eine etwas andere Frage stellen? Wir hören ja heute so viel, uns reicht das Geld nicht. Übrigens, und deshalb alle diese Ideen, nochmal mehr Sonderschulden irgendwo machen zu können. Sondervermögen sollten wir als Wort eigentlich schon verbieten. Richtig. Aber es ist in der Tat bei jeder Gelegenheit, wenn irgendetwas hier verändert werden soll, dann geht das nur mit zusätzlichen Schulden. Ich hätte gerne mal aus Sicht des Kapitalmarkts, wie sieht der Kapitalmarkt die Idee von solchen Sonderschulden oder Sondervermögen, wenn man das Wort in der Zusammenhang überhaupt verwenden wollen? Zunächst mal machen wir uns nichts vor, ob wir die Sondervermögen nennen oder wie auch immer wir die nennen. Das wird alle verstehen, dass das Schulden sind. Ja? Und nur uns nichts für uns vorzumachen, macht ja keinen Sinn. Das klappt ja kein Mensch. Erster Punkt. Was den Kapitalmarkt tief verunsichert ist, wenn 17 Milliarden einzusparen sind. Ja? Was war jetzt, das war die Zahl. 17 Milliarden einzusparen sind auf knapp 500 Milliarden Haushalt, dann ist das irgendwie eine Größenordnung von 3-5%. Und das kriegt dieser Staat nicht hin. Er kriegt es einfach nicht hin. Ich führe ein Unternehmen, ja, das Unternehmen macht irgendwie 2 Milliarden Gewinn im Jahr. Als ich angefangen habe vor 6,5 Jahren, habe ich gesagt, Freunde, ist das klar ist, ich brauche eine Produktivitätssteigerung, so habe ich das mal gelernt, von 3,5% im Jahr. Das heißt, jedes Jahr muss ich den gleichen Umsatz mit 3,5% weniger Kosten machen. Das habe ich dem lieben Christian Lindner gesagt. Christian, jedes Unternehmen muss in der Lage sein, 3,5% zu sparen. Nur der Staat schafft das nicht. Wir schaffen es nicht, lächerliche 17 Milliarden mal einzusparen. Sondern es wird rumgetrickst, es wird die ganze Ampel in Frage gestellt und so weiter. Und es wird munter weiter verschuldet. Ja? Und wenn Habeck sagt, das Einzige, was mir fehlt, lieber Herr Weimar, ist 41 Milliarden XXL-Konjunkturpaket. Da muss man sich ja mal fragen, welches Geisteskind da ist. Ja? Der Staat soll in einer Situation wie jetzt doch kein Konjunkturprogramm aufsetzen. Wir haben doch kein Konjunkturproblem. Wir haben das Problem, dass wir strukturell, fundamental, ja, die Leute nicht mehr dazu bringen, die Deutschen nicht mehr dazu bringen, in Deutschland zu investieren. Ist doch keine Knappheit an Kapital. Kapital ist flüchtig, Kapital ist aber auch am Ende des Tages, sorry, allen Damen hier, keine Hure. Ja, eine Hure. Am Ende des Tages, wenn die Verzinsung da ist, kommt das Kapital ganz schnell wieder zurück.
Wenn die Aussichten auf Gewinn da sind, kommt das wieder zurück. So einfach ist das. Und deshalb diese ganze Diskussion, ist genug Kapital da und müsste man nicht noch alles tun und Kapital. Man muss die Bedingungen ändern, dass Kapital seiner Aufgabe nachkommt, nämlich Profit zu generieren. Aber wenn es natürlich so ist, ja, dass bei der ersten Diskussion, wenn ein deutsches Unternehmen mal ein bisschen mehr Gewinn macht, die Übergewinne weggesteuert werden sollen. Das ist bei uns etwas, wo man sagt, wie blöd ist das denn? Ja? In den USA sagen die, ich gehe doch nicht in Land und investiere doch nicht, wo ich in Gefahr laufe, dass Übergewinne mir weggesteuert werden. Apple hat keine Kunden, Apple hat irgendwie Fans. Ja? Und Apple ist ein Monopolist im iOS. Ja, und ich kann ihn Meta nennen, ich kann ihn Amazon nennen, alles. Da werden die Monopolisten werden gepriesen. Bei uns, ich erzähle Ihnen jetzt was, ja, was ich die letzten 2-3 Tage so mache. Ich habe eine kleine Butze gekauft von der Nasdaq in Nordeuropa. Ja, das ist ein Commodity-Trading-Geschäft, Gasstrom und sowas. Ich bin dominant, ich habe 60-80% Marktanteil. Die Nasdaq will das Geschäft nicht mehr machen. Sie will es nicht mehr machen, weil sie gegen uns keine Chance hat und sagt, komm, weil man, ich verkaufe dir für 3-stelligen Millionenbetrag. Das Geschäft macht 25 Millionen US-Dollar Umsatz. Ich habe den Deal gemacht vor einem Dreivierteljahr. Alles gut. Meine Anwälte haben mir gesagt, Antitrust spielt keine Rolle bei so einem Thema, bei 25 Millionen Umsatz, bei einem Gewinn von irgendwie niedrig. Ja, da ist kein Problem. Wissen Sie, wo ich bin? In der Phase 2 vom Antitrust-Verfahren nach Artikel 22 der EU-Kommission. Ein 25 Millionen Umsatzgeschäft. Was? Du kannst nicht mehr. Wenn du in so einer Situation bist, da kannst du nicht mehr. Und dann erklären mir irgendwie 28-jährigen jungen Griechinnen und junge Polen, erklären mir, ja, Moment, der relevante Markt, das ist doch der nur regulierte Markt, also ich was da mit OTC-Markt, nur für Profis wie Sie, da wird der relevante Markt falsch definiert und plötzlich hast du 100% Marktanteil und darfst das Geschäft nicht machen. Und die Kunden wollen alle zu uns. Das ist das, was, ich habe jetzt 5 Millionen ausgegeben für Rechtsanwaltskosten für das Ding. 20%. Das ist Wertschöpfung. Ich darf einen Punkt aufgreifen noch, auch aus Industriesicht, das Thema Demografie. Wir haben Not an Arbeitskraft, insbesondere an qualifizierter Arbeitskraft. Und die Frage ist, wie geht die nächste Regierung das an? Also die Wünsche aus der Industrie oder Vorschläge wären sehr schnell zu sagen, ja, Frauen mehr die Möglichkeit zu geben, Vollzeit zu arbeiten. Das heißt, wir brauchen mehr Kinderbetreuung. Wir brauchen Unterstützung für die Frauen, dass sie in eine Vollzeitarbeit und nicht nur in Minijobs oder in Teilzeitarbeit gehen. Ein zweites, eine Rente mit 63, nur weil man bestimmte Zeit eingezahlt hat, macht nicht so viel Sinn, wie zum Beispiel 65-Jährigen, die weiterarbeiten wollen, steuerfrei ihr Gehalt zu geben. Weil wir sie dahin locken wollen, dass sie mehr arbeiten. Und viele von denen sind in einer Verfassung, wo sie sagen, es ist mir eigentlich zu langweilig, wenn ich nichts mache. Und ich mache gerne weiter. Und wenn ich einen Anreiz dafür habe, dann gut. Ich glaube, das Anpassen der Rente an die Lebenserwartung wird uns sowieso nicht erspart bleiben. Aber Anreize, freiwillig mehr zu arbeiten durch einen Steuervorteil, ist etwas, was uns allen helfen würde. Ein weiteres, wir haben so viele Schulabbrecher. Da mehr in die Ausbildung zu investieren, die in Ausbildungsjobs zu locken, könnte für uns qualifizierten Nachwuchs in Fachkräften, auch im Handwerk, aber auch in den Jobs, die heute anspruchsvoll sind, in der Fertigung bringen. Wir können durchaus auch über mehr Betreuung von qualifizierten Zuwanderern nachdenken, so wie die Kanadier das machen. Dass da in der Tat eine Art Welcome-Komitee für jeden ist, der bekommt Hilfe für seine Kinder, für die Schule, bekommt Hilfe für eine Wohnung zu finden, bekommt Hilfe, dass er sich an die Ämter gewöhnt und hoffentlich machen wir vielleicht irgendwann für qualifizierte Zuwanderer auch ein One-Stop-Shop-Amt, wo alles erledigt werden kann, vom Führerschein zur Autoanmeldung, zur Anmeldung zu Hause bis
zu allen Themen, die der Staat gerne von uns wissen möchte. Diese Integration, über die wir so viel reden, die müsste eine andere Richtung bekommen. Also sagen, für Qualifizierte macht man jede Menge Aufwand, die hier bei uns willkommen zu heißen, einzubauen. Wir haben ausreichend gesagt, dass es nicht Sinn macht, in die Sozialsysteme einzuwandern. Wir brauchen Leute, die Bruttosozialprodukt beisteuern. Ansonsten geht unsere Demografie nicht auf. Die Industrie hat aber noch ein weiteres Anliegen. Mit unserer dauernden Tendenz, Arbeitszeit zu verkürzen, machen wir gerade für die Hightech-Seite, wo viel Software und teilweise große Crash-Programme auch laufen müssen, um das Programm gerade noch zum Autoanlauf fertig zu kriegen oder um einen Computertomograph einführen zu können auf irgendeiner Messe, wo es versprochen ist, oder ein Kernspin-Tomograph, Magnetic Resonance Tomographie, haben wir das inzwischen umgetauft, weil die Leute Kern nicht lieben. Ja. Wir brauchen mehr Flexibilität. In der IT-Seite und immer mehr softwareorientierten Industrie brauchen wir diese Flexibilität, wo man auch nicht darauf angewiesen ist, dass ein Betriebsrat alle Augen zudrückt, weil wir jetzt mal 50 Stunden in diesem Bereich arbeiten pro Woche, sondern wo das geregelt werden kann, dass ich Arbeitszeitkonten habe, wo ich Guthaben aufbauen kann, die ich wieder abfeiern kann oder die ich ersetzt bekomme. Es geht nicht darum, unentgeltlich Arbeit zu fangen, aber es geht darum, diese Flexibilität zu bekommen. Und hin und wieder merken wir jetzt doch, dass mehr Leute aufstehen und sagen, nicht weniger Arbeit wird von uns gefragt, sondern mehr Arbeit wird von uns gefragt. Und wir hatten so eine kurze Zeit, wo wir vor allem noch sagten, Work-Life-Balance ist alles, was zählt. Aber ich glaube, wir müssen uns nicht nur der Demografie wegen, sondern auch des Einsatzgeistes wegen sagen, wir müssen uns wieder etwas mehr anstrengen. Aber die Demografie verlangt, dass wir mehr Arbeitszeit und Arbeitskraft bekommen mit allen Wegen, die uns zur Verfügung stehen. Wir sind nicht in der Zeit, wo wir viele Tageswochendiskussionen führen können. Das kann nur in ganz seltsamen Ecken, aussterbenden Ecken kann das der Fall sein. Nicht in irgendwelchen Ecken, die noch Wachstumsdiskussionen haben. Vielleicht sollten wir zum Schluss noch eine Frage stellen, weil wir ja sehr viel über die deutsche Politik geredet haben. Was kann denn ein Bundesstaat machen? Was kann ein Land wie Bayern machen? Was machen die Kantone in der Schweiz? Was machen die Provinzen in den USA? Was machen die einzelnen Departements in Frankreich? Die ja nicht die Steuerpolitik unbedingt bestimmen können, jedenfalls nicht in der ganz großen Politik, aber Gewerbesteuer und Ähnliches natürlich. Gibt es Ideen, und darf ich den Herrn Weimar als Erster fragen, gibt es Ideen, die man da nachmachen kann, wie einzelne Regionen etwas tun, um mehr Investoren anzuziehen? Unbedingt, bevor ich darauf eingehe, wollte ich noch ein Thema bringen, was mir Larry Fink, das ist der Chef von BlackRock, das ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Ja, und im Grunde können Sie sagen, ja, 8-9% vom gesamten DAX liegt in den Händen von BlackRock. So als Faustformel, ja. Wenn der DAX so 1500 Milliarden schwer ist, bis 2000 Milliarden schwer ist, da können Sie 8% ausrechnen, ja, welche Größenordnung der investiert ist in Deutschland. Der Larry hat mir kürzlich gesagt, Theodor, das ist, ich weiß auch nicht, was los ist, ja. Ich habe angefragt, bei dir kriege ich einen Termin. Berlin keinen Termin gekriegt. Macron hat ihn eingeladen mit seinen ganzen Truppen ins Schloss Versailles. Müssen wir mal wissen, worüber wir reden. Dass da, wie wir die Investoren behandeln, die kriegen einen Termin. Ja, und woanders werden sie ins Schloss Versailles eingeladen. Also nur das. So, gehen wir mal durch. Ich habe mir mal vor dem Hintergrund dieser Thematik Kantone, Bezirke und auch des altenbayerischen Clusters vom Edmund, ja, habe ich mal einfach mal gesagt, ich schreibe mal für mich auf. Wir haben die Schweizer Kantone, bieten wettbewerbsfähige Steuersätze, das kennt jeder. Du kannst nach Einkommensteuer, nach Vermögensteuer, kannst du optimiert hingehen, haben gigantischen Zuzug, werden das vermutlich irgendwie zumachen, weil sie viel zu viel bekommen. Georgia, USA hat ein Programm mit dem Namen Quick Start, kostenlose Ausbildungsdienste für neue erweiterte Unternehmen. Shenzhen,
kennen wir alles von der Wirtschaftszone, ja, hat sich von einer kleinen mittelständischen Stadt zu einer Gigastadt entwickelt, ja, hat gezielte Steuererleichterungen gebracht. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben freie Wirtschaftszonen gebildet, vollständige Eigentumsrechte, Steuerbefreiungen. Ich lese einfach mal vor, was die machen. Zollbefreiungen, dergleichen mehr. Wenn du heute in Saudi-Arabien, worüber wir nur schimpfen, ja, wegen des Prinzen, ja, wenn sie anguckt, die sagen, ihr könnt bei uns investieren, ihr kriegt von uns Geld, aber dann und nur dann, liebe Mercedes, BMW, Daimler, Bosch, BASF und so weiter, wenn ihr die höchste standardisierte, die beste qualitative Technologie bringt. Es gibt nur Geld, wenn ihr die Benchmark-Technologie bringt. Unglaublich smart. Ja? Dass es nicht Geld gibt für jedes, was reinkommt, sondern wir wollen, es gibt nur Steuererleichterungen und Subventionen, wenn ihr die Benchmark ansiedelt. Texas USA macht ganz aggressives Marketing. Ja? Ich habe dem Christian Lindner gesagt, Christian, geh mal raus und mach mal eine Equity-Story für Deutschland. Du musst mal anfangen, Deutschland zu verkaufen. So wie Weimar auch seine Aktie verkaufen muss jeden Tag. Teil meines Jobs, sollte auch Teil deines Jobs sein. Singapur, erstklassige Infrastruktur, Bereitstellung effizientester öffentlicher Dienste. Wallonien, Belgien, attraktive Investitionsanreize, einschließlich direkter Subventionen, Steuererleichterungen. Katalonien, Spanien, umfassendes Paket für Neuansiedlungen. Ich kann es durchgehen, Estland und so weiter. Das alles ist klar. Fokus auf attraktive Unternehmen, Fokus auf attraktive Industrien, Steuererleichterung, Subvention für Hochtechnologie. Das ist das gemeinsame Muster und dann natürlich ohne Bürokratie. Ohne Bürokratie. Weil wenn es bei uns irgendwie halt 5 bis 10 Jahre dauert, bis du irgendwas durchkriegst, dann kannst du ja vollkommen vergessen. Ja, das ist die Situation. Und ich glaube, wir müssen bei dem Thema Software, bei dem Thema Data, ja, das ist ja auch total an uns rübergegangen. Da ist es so, ich sage es immer, wie es ist, ich habe 2.500 Softwareentwickler und Dateningenieure. Ich kriege in Deutschland überhaupt keinen einzigen. Sie gibt es nicht, die gibt es einfach nicht. Google greift die ab, Amazon greifen die ab und so weiter. Ich habe 1.000 Leute in Prag, Softwareingenieure, 1.000. Das sind 3 über 50, 3. Wenn ich da hinkomme, nehme ich gar kein Jackett mit. So sage ich, was will denn der Opa hier? Ja? Ja? Um es mal deutlich zu sagen. Und da, was da jetzt stattfindet, wir sind durch die Phase gegangen, wir machen Softwareentwicklung selbst. Ja, was ist denn das Problem der Automobilindustrie? Die haben gesagt, ich mache meine Softwareentwicklung selbst, ja, und packe sie ins Auto dazu, aber ich bin derjenige, der das Sagen hat. Ist schief gegangen. Der Tesla hat um die Software herum das ganze Auto entwickelt. Ja, das ist eben die neue Denke und die kriegen wir nicht mehr aufgeritzt. Also haben die VWs dieser Welt eigene Softwareveranstaltungen und Unternehmen sich teuer eingekauft und kriegen es halt nicht hin. Und dann sind wir hergegangen, die erste Welle war Nearshoring. Wir gehen nach Prag, wir gehen nach Cork und holen uns da die Software. Dann haben wir gesagt, wir machen Farshoring, wir gehen nach Indien, nach Malaysia, sonst wohin. Was haben wir gelernt? Wenn du Farshoring im Softwarebereich machst, du musst 2 Inder einstellen, um einen zum Arbeiten zu kriegen. Ja? So, auch schief gegangen. Wisst ihr, was das Neueste ist? Das Neueste ist Remote Shoring. Das ist das Tollste, bringt uns noch um. Ja? Die Leute in Portugal, in Katalonien und sonst wo in Bulgarien schreiben sich, ja, schreiben mehr Bewerbungen und sagen, I'd like to work for you at the conditions of Germany, pay by Germany. Ja? Aber ich möchte weiterhin sitzen bleiben in Bulgarien, Katalonien und Portugal. So sieht's aus. Und jetzt kommt mir mein IT-Chef und sagt, das machen wir jetzt zur Seite, das machen wir nicht. Ja, wenn wir das anfangen, sind wir völlig fertig. Aber vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Also, wenn wir Bayern Ideen geben wollen, was kann Bayern tun? Naja, also erstmal, das meiste ist ja Bundespolitik und Europapolitik, das haben wir diskutiert. Ja, das, was da für die Bayern bleibt, ist nicht so viel, aber ein bisschen schon. Also Bayern hatte bis vor kurzem noch 2, 3 ganz gute, recht neue Atomkraftwerke, die jetzt nicht nur erstmal abgeschaltet sind, sondern wo, wie ich jetzt gerade gelesen habe, technische
Vorkehrungen getroffen wurden, dass sie auch gar nicht wieder angemacht werden können. Das ist eine bayerische Entscheidung. Da weiß vielleicht jemand, Herr Scheuch oder so, mehr dazu, was sich dahinter verbirgt. Aber das ist geradezu absurd, denn die Regierung ändert sich ja. Im neuen CDU-Parteiprogramm steht, dass im Grundsatzprogramm, dass man wieder in die Atomkraft rein will. Ja, das im Entwurf, und das wird auch kommen. Und dann wäre man gut beraten, für den Fall, dass eben diese Möglichkeit sich ergibt, die wieder anstellen zu können. Im Baurecht könnte Bayern was tun, denn das ist ein lokales Recht des Bundesstaates. Das kann man sehr stark vereinfachen. Da hat man verschiedene Dinge probiert. Die Baugenehmigungen müssen angeblich in 2 Monaten erteilt werden, sonst sind sie automatisch gewährt, ja, wenn die Behörde nicht handelt. Das ist alles schön, aber in der Praxis funktioniert das alles gar nicht, weil die Behörden immer wieder was Neues erfinden, was man da noch einreichen muss. Dann fängt die Frist wieder von vorne an zu zählen. Also da könnte man ganz gehörig mal aufräumen, um das, was man intendiert hat, auch wirklich umzusetzen, nicht? Und was die Werbung für Bayern als Standort betrifft, da hatten wir ja mal ein Wirtschaftsminister, Otto Wiesheu, der das also bravourös gemacht hat, der in die Welt fuhr und gesagt hat, kommt nach Bayern, ich helfe euch, ihr könnt mich direkt ansprechen, wenn ihr einen Standort sucht, ich trete als Vermittler auf und so weiter. Also da hat er viel erreichen können für Bayern. Also persönlich fand ich auch, eine seiner Maßnahmen war diese Clusters in Bayern. Die Cluster, die er errichtet hat. Und gerade um die Universitäten herum, nicht nur in München, sondern auch in Nordbayern und oder auch in der Regensburg-Passau-Gegend oder um Augsburg herum, Clusters aufzuziehen, die man berühmt macht, sodass ausländische Investoren wissen, aha, hier gibt es einen Hightech-Cluster im Norden, hier gibt es einen Hightech-Cluster im Osten, und es gibt nicht nur München in Bayern. Auch die Technische Universität in Nürnberg, die neue, die nach dem Muster der hiesigen TU gegründet werden soll, ist ja eine Möglichkeit, den Standort attraktiv zu machen, denn Firmen gehen gerne dahin, wo sie also neue Studenten kriegen. Also es tut sich schon ein bisschen was. Und wenn ich auch das da gerade an der Ecke einspringen darf, die TUM hat in Heilbronn mit 2 Milliarden jetzt von Schwarz, von der Lidl-Gruppe, ja, was die da hinstellen, das hat sich gewaschen. Das hat sich richtig gewaschen. Ja. Toll, muss ich Ihnen sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, dass mir Günter Oettinger kürzlich gesagt hat, wenn du dir mal anguckst, die Anzahl der Studenten im Maschinenbau, ja, ist runtergeklatscht auf unter 50%. Ja, und damit gibt's jetzt kein Geld mehr für die Hochschulen. Das ist klar, weil es keine Studenten mehr gibt. Jetzt machen wir den Maschinenbau kaputt und machen unsere das ist einfach schon ein Teufelskreis. Also technische Studien ist für Industrie eine der wichtigen Quellen von Talent für die nächsten 10 Jahre. Und technische Hochschulen sind deshalb ein Asset, das Bayern ausbauen sollte. Wir haben mit Sicherheit über diese Clusters, Möglichkeiten. Wir haben aber auch noch etwas nicht gemacht, was andere machten. Diese One-Stop-Service-Einrichtungen für Investoren. Dass man an einer Stelle alle seine Sachen erledigen kann und Hilfe bekommt für alles. Und dasselbe gilt für Zuwanderer. Dasselbe gilt für Gründer. Wenn ich die TUM nochmal loben darf, der neue Präsident hat jetzt gesagt, wir machen nicht nur 50 Startups pro Jahr, wir zielen Richtung 100, und er hat dazu 11 Accelerators gestartet, also 11 Venture Labs für verschiedene Fachrichtungen, in der junge Leute sich ansiedeln können und als erstes mal auf Kosten der Universität ein bisschen experimentieren können. Also München ist da ein schönes Vorbild. Wir brauchen mehr als München in Bayern. Das, glaube ich, das ist großes Potenzial. Aber damit haben wir sicher von dieser Seite her genügend gebrainstormt. Es gibt hier sicher Fragen, die wir gar nicht angesprochen haben, die Sie gerne noch gestellt haben. Hier sehe ich schon eine Hand hoch. Herr Scheuch hat sich als erster gemeldet. Herr Scheuch als erster, und dann sehe ich hier und da drüben auch 2. Grüß Gott, danke schön. Wenn keine Dame zuerst eine Frage gestellt hat, dann würde ich sie gerne stellen. Zuerst mal vielen Dank an den Wirtschaftsbeirat Bayern für diese wunderbare Veranstaltung. Vielen Dank an die Referenten für ihre höchst intellektuellen, natürlich auch traurigen und auch, was man auch wirklich in dieser Zeit betonen muss, ehrlichen Aussagen. Sie hatten Mut zu einigen Aussagen, die vielleicht man normalerweise nicht hätte. Sie haben viel über Probleme geredet. Ich habe herausgehört,
Ein Problem ist die teure Energie aufgrund der Energiewende. Ein weiteres Problem ist die CO2-Bepreisung, die auch dazu führt, dass die Energie teuer wird. Ich habe gehört, es gibt Probleme mit den Fachkräften. Ich habe auch von Ihnen gehört, es gibt Probleme mit der Migrationspolitik, dass wir eine Einwanderung in die Sozialsysteme haben, aber eben keine Fachkräfte bekommen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich aber immer öfter in den Medien gelesen, dass eines der großen Gründe für die Deindustrialisierung in Deutschland, für die jetzige und auch für die zukünftige, dass Unternehmer nicht mehr investieren möchten in Deutschland, wäre der Anstieg der Rechtspopulisten, der Rechten, der Rechtspopulisten, wie man sie auch nennen mag. Und da möchte ich jetzt halt einfach mal, auch wissend, dass diese Rechten oder von mir aus auch Rechtspopulisten, es tut mir leid, ich hoffe, ich schockiere Sie nicht damit, genau die gleichen Problembeschreibungen, wie Sie machen und auch fast, ich würde sagen, 100%, 99%, von mir aus auch 90% der Lösungen, die Sie gesagt haben, anbieten. Ist es so? Die Frage ist, sehen Sie dieses Problem, dass der Aufstieg von rechten Kräften, Rechtspopulisten dazu führt? Die Frage ist an Herrn Dr. Weimer in erster Linie, dass Ihre Unternehmer, Vorstände sagen, nee, also ich hätte gern die Fabrik jetzt in Deutschland gebaut, aber wenn die 20% bekommen, dann mache ich das nicht. Sehen Sie das wirklich als Problem? Dankeschön. Ganz klare Antwort, das ist momentan für uns Profis, dass es da Rechtspopulisten gibt, das ist kein Thema, weshalb wir nicht investieren. Wir gucken da tiefer. Jetzt gehe ich zum Fußball, ja, um es deutlich zu sagen, weil ohne dass ich draußen bin, gewinnt Bayern nicht. Ben, ich hätte noch ein andere Aspekt daran. Vielen Dank. Rechts gewinnt nicht, weil sie die Antworten auf diese Fragen haben. Die Fragen sehen wir alle. Ich glaube, es ist sogar schwer zu verheimlichen, dass wir diese Probleme haben. Aber wenn ich sehr einfache Antworten biete oder einfach sage, diese Politiker schaffen das nicht. Ich könnte mit dem einfachsten Trick eines Herrn Trump das und jenes lösen. Ich glaube, wir haben ein Problem der Glaubwürdigkeit unserer Politiker, weil zu viele von uns die Probleme sehen und sehen, dass die Politik sie nicht adressiert. Da liegt, glaube ich, unser Hauptthema. Es liegt nicht darin, dass die Rechten bessere Antworten hätten. Meine Frage geht an Herrn Professor Sinn. Herr Professor Sinn, wie sehen Sie die Rolle des industriellen Mittelstandes in diesem Katastrophenszenario? Ja, der Mittelstand ist nach wie vor die tragende Säule unserer Wirtschaft. Allerdings muss man sehen, wir sind jetzt schon bei den Kindern und Enkeln der großen Gründer oder Urenkeln. Wir brauchen mehr neue, nicht? Mit neuen Ideen, die tatsächlich kommen. Und Sie kennen sich ja besser aus als ich in der Patentstatistik, dass wenn ein Land viele Patente hat von jungen Unternehmern, dann ist das die Keimzelle für ein Wachstum des Mittelstandes. Dann kann sich das aufbauen. Aber wir fallen offenbar da jetzt auch zunehmend zurück, nicht? Das ist problematisch. Und das wiederum hat viele Gründe. Der Venture Capital Market, da sollten Sie vielleicht noch mal was sagen dazu. Der fehlt ja. In Amerika ist es so, Garage, Geld. Dann ist man schon wer und findet potente Private Equity Investoren, die da richtig mit viel Geld reingehen, die dann zum Schluss an die Börse gehen wollen. Also eine ganze Stufe von unten bis oben, wo jeder eigentlich nur eine Weile das Unternehmen begleitet und dann verkauft das an den nächsten Typus von Investor. Und dadurch fließt da ganz viel Geld lückenlos von der Garagenfirma bis zum Weltkonzern. Das können wir, glaube ich, besser machen. Ich gerne sage dazu noch ein Wort. Heute haben wir im Seed-Bereich, gerade in Bayern, wo bekannt ist, dass wir Deep Tech in Serie an Unternehmen schaffen, einigermaßen gute Angebote. Aber wenn es dann teurer wird, dann fehlen uns die größeren Fonds. Und dann kommen relativ schnell die internationalen, amerikanischen Fonds oder auch englische Fonds. England vor allem deshalb auch attraktiv, weil die Steuer
Regulierungen für Venture Capital in England sehr viel günstiger sind, als wenn ich in Deutschland ein Venture Capital Unternehmen betreibe. In Deutschland werde ich zum Beispiel zweimal besteuert. Der Investor, der das Geld an das Venture Capital Unternehmen gibt, zahlt Steuer für die Wertsteigerung und der Fonds selbst zahlt auch nochmal Steuern. Insgesamt ist unsere Steuerregulierung für Venture Capital noch zu ungünstig. Aber jetzt kommen wir auch zurück zu dem Bild, das hier eine ganze Weile gezeigt wurde, die Größe des Finanzmarkts. Wenn ich einen riesen Finanzmarkt habe mit über 100, in Amerika 150% des Bruttoinlandsprodukts, das heißt, dass da unheimlich viel Geld nach Anlage sucht. Und das sind vor allem auch Pensionsfonds, die zu einem kleinen Teil in Venture Capital gehen. Klein von Riesenfonds bringt viel Geld auch für Venture Capital. Die fehlen uns hier überhaupt. Es fehlt uns dieser große Finanzmarkt, den wir erschaffen müssen durch einen einheitlichen europäischen, nicht 27 Mal zersplitten. Kapitalmarkt, jeder mit eigenen Regeln, sodass keiner sich über die Grenze traut. Kann man sagen, Herr Kubasik, dass das umlagefinanzierte Rentensystem, das wir ja seit Bismarck letztlich haben, die Bildung, Herausbildung eines solchen Kapitalmarktes geradezu erschwert? Ja, also wir müssen irgendwie, wir wissen sowieso, mit der Rente kommen wir nicht zurande. Wenn wir aber eine kapitalgedeckte Rente so nach und nach aufbauen wollen, und das wird mit 20 Jahren nicht erreichbar sein, das wird ein langer Prozess sein, dann haben wir Geld, das angelegt werden muss. Und da kriegen wir für das angelegte Geld kriegen wir zweimal die Rente, die ich kriege, wenn ich immer nur einsammle und am nächsten Ersten das Geld wieder verteile. Also für dasselbe Geld, wenn ich das 30 Jahre anlegen kann, habe ich die doppelte Rente. Wir machen uns selbst im Moment eine sehr unrentable Situation. Gut, vielleicht gehen wir weiter mit Fragen. Ich sah da drüben noch eine Hand hoch, ja? Und dann sah ich hier eine Hand. Ja, dort sehe ich noch eine Hand hochkommen. Ja, und hier auch. Ja, bitte. Ja, Stefan Albert. Ich denke, man kann auf der Landesebene noch eine ganze Menge machen. Der Herr Professor Sinn, Sie haben das Lieferkettengesetz angesprochen. Ein Beispiel: Afrika hat 56 Nationalstaaten und in 9 afrikanischen Nationalstaaten gibt es eine Außenhandelskammer. Also in den restlichen Staaten gibt es überhaupt keinen Ansprechpartner, der einer Firma zum Beispiel helfen könnte, diese Dinge sicherzustellen. Warum baut man nicht in Bayern eine Lieferketten-Service-Gesellschaft auf, die mittelständischen Unternehmen diese Aufgaben abnimmt oder vermittelt? Wäre ein Punkt, der sicherlich sehr, sehr viel an Bürokratie vereinfacht. Wir haben das Thema Universitäten und Cluster angesprochen. Die Cluster wurden in der Hightech-Offensive unter Stoiber entwickelt, sind aber im Großen und Ganzen nicht wesentlich weiterentwickelt worden. Wir haben bis heute nicht in Bayern einen Forschungsatlas der Universitäten. In jeder Universität wird irgendwo vor sich hingewurschtelt und am gleichen Thema rumgeforscht. Und dass man, das wäre dann der nächste Vorschlag, einen Atlas baut und mit diesem Atlas Forschungsplattformen übergreifend über den Universitäten entwickelt, wäre ein nächster Schritt. Es ist toll, was wir über die TUM in München haben oder in Nürnberg haben, aber wir haben 20 Universitäten. Warum gilt das nicht für die anderen auch? Drittes Thema, Entschuldigung. Gewerbegebiete, wie stelle ich sicher, dass ich Gewerbegebiete habe, wo eine Investition, wo eine Firma gebaut werden kann? Es gibt keinen Atlas über die Gewerbegebiete, die zur Verfügung stehen. Und wenn er dann ein Gewerbegebiet gefunden hat und irgendwas bauen will, dann ist der Unternehmer selbst zuständig für die Sicherstellung der notwendigen ökologischen Ausgleichsfläche. Warum verbindet man diese Themen nicht, damit ein Unternehmen das machen kann? Aber ganz natürlich. Also wenn ich einen Investor Service als Landkreis, dann brauche ich solche Angebote. Richtig. Viertes, letztes dann. Warum schaffe ich nicht einen Pool und investiere in ökologische, in Klima, in CO2-Ausgleichsprojekte,
damit ich Unternehmen, die ich in Bayern habe oder die sich in Bayern ansiedeln, und die Folien waren ja da, Herr Professor Sinn, die Klimaziele nicht erfüllen können, dass ich sage, wir haben einen Reservepool für Firmen, die das nicht in dem Zeitraum schaffen und bieten sowas an. Würde die Position für Bayern sicherlich sehr interessant machen. Ja. Danke. Darf mal zu dieser Seite kommen? Hier war eine Frage. Ja, guten Abend, Thorsten Scheele, mein Name. Meine Frage ging eigentlich auch an Herrn Weimer, aber möglicherweise können Sie das auch beantworten. Ich glaube, die Analyse war klar, haben wir ja schon oft auch beim Wirtschaftsbeirat besprochen. Meine Frage ist nur, warum macht das unsere Industrie mit? Herr Weimer sagte, er kennt und ist mit vielen der CEOs zusammen und es werden Regeln aufgestellt. Und ich meine, jeder Gewerkschaften streiken, machen da nicht mit. Aber die Industrie lässt sich das gefallen. Warum eigentlich? Das werden doch die ganzen Arbeitsplätze bereitgestellt. Und ich habe das auch mal den VDA gefragt, genau Ihre Analyse, Herr Sinn, wo man das umrechnen kann, wie viele Liter äquivalent ist, glaube ich, 3 Liter, was ein Auto dann noch verbrauchen darf, was unrealistisch ist. Man macht die Berechnung dann mit CO2 gleich 0. Das ist ja auch eine falsche Berechnung. Und auf diesen falschen Berechnungen setzt man dann Regeln auf und der VDA hat mitgemacht. Und eine vernünftige, schlüssige Erklärung, warum man da mitmacht, konnte man mir nie geben. Und mir fehlt der Aufschrei der Familienunternehmen, der Investoren und auch der Industrie, die sagen, nein, so machen wir nicht weiter. Und schade, dass Herr Weimer jetzt weg ist, aber vielleicht können Sie beide da uns auch einen Hinweis geben. Vielen Dank. Ja, bitte. Da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Ich habe das schon häufig gemerkt, auch in meiner Zeit als IFO-Chef, da kam ich mir manchmal vor wie der Rufer in der Wüste. Damals, als wir die Schröderschen Reformen hatten und als klar war, was gemacht werden musste, wir waren Weltmeister bei der Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten, weil auch damals der Sozialstaat die ganze Lohnskala von unten hochgedrückt hat. Wir hatten eine steigende Massenarbeitslosigkeit, die alle 10 Jahre um 800.000 zunahm in Westdeutschland. Und es war kaum zu beherrschen, das ganze Thema. Und die Unternehmen haben sich nicht geäußert. Sie wollten es mit ihrem Betriebsrat nicht verderben, sie wollten es mit der Gewerkschaft nicht verderben. Also jeder hat im Grunde versucht, das eigene Feld zu retten, statt sich um das Ganze zu kümmern. Es gibt kein Interesse der Unternehmen oder keine Bereitschaft, sich um das Gemeinwohl zu kümmern. Die wollen eigentlich ihren eigenen Profit maximieren, fertig. Das heißt, jeder läuft zum Arbeitsminister oder zum Wirtschaftsminister und sagt, hier, ich brauche eine Ausnahmeregelung. Und wenn ich die kriege, bin ich zufrieden. Und der weiß natürlich genau, wie das Spiel geht. Der sagt, wo der Druck am größten ist, der kriegt ein bisschen was, der kriegt ein bisschen. Du hast zu hohe Energiepreise, ja, geben wir dir ein bisschen, dass das nicht so schlimm ist. Und du hast dieses Problem, du kriegst da ein bisschen Geld. Und dann sind sie alle ruhig und wer die beste Lobby hat, kriegt das meiste Geld und trotzdem wird die falsche Politik gemacht. So geht das ja nicht weiter. Da ist ja gut, dass ich da etwas dagegen halten kann. Ja, aber das reicht doch nicht aus, wenn so ein paar Akademiker oder so, die als Volkswirt ist man ja gehalten, das Volkswohl im Auge zu haben. Jetzt, und nicht etwa das Wohl von Firmen oder sowas. Also, ja? Ich denke, da muss man das sagen, das reicht nicht. Eher an Industrien und nicht an Firmen. Also wenn man zum Beispiel, Sie müssten nur mal die letzten Handelsblatt oder sonstigen Finanzzeitungen, auch in der Frankfurter, glaube ich, haben wir heute einen Riesenartikel drin, dass die ganzen Industrieverbände, allen voran der Herr Russwurm als Chef des BDI, plus seine Kollegen gemeinsam bei dem Herrn Scholz und dem Herrn Habeck waren und zurückkommen verzweifelt, als sie sagen, die verstehen uns überhaupt nicht, die verstehen die Lage nicht, die glauben es nicht, wie schlecht es geht. Und sie sagen, der Kaufmann jammert immer und das sind wir doch gewohnt. Und auf die Weise haben wir heute eine totale Miss- oder nahezu Kommunikationsmauer zwischen Politik und Wirtschaft. Unsere Regierung hört heute den großen Industrieverbänden nicht zu, obwohl die sicher die Gesamtperspektive im Auge haben und auch Vorschläge, so wie sie heute Abend hier diskutiert werden, machen
oder machen würden. Wir haben nicht die Gesamtperspektive im Auge. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Regelung kriegt, dass sie alle die Energie mit Steuermitteln subventioniert kriegen, dann sind sie happy. Also ich habe aus der Industrie sehr unterschiedliche Meinungen dazu gehört. Die Industrie war nicht einheitlich dafür, dass man jetzt Stromsubventionierung macht. Na gut. Weil jeder wusste, dass das eine ganz endliche Geschichte sein muss. Das wird ja nur ein Übergangs ins Nichts. 3 Jahre oder 4 oder gar 5. Und jeder wusste, dann und danach dann müssen wir ausziehen. Also und danach müssen wir hier ausziehen. Da ziehe ich doch lieber heute aus. Aber Herr Kowalski, wir haben, wenn ich das sagen darf, bin ich nicht ganz einverstanden. Das zeigen Sie zu rosig. Wir haben jahrelang, jahrzehntelang diese Einspeisetarife gehabt, wo gerade die energieintensiv produzierenden Firmen mit ganz viel CO2-Ausstoß besondere Regeln hatten und die nicht zahlen mussten. Also diese Sonderregelungen haben sich durchgesetzt. So funktioniert diese lobbygetriebene Wirtschaftspolitik. Das war unter Merkel auch nicht gut. Die hat zwar auf die Industrie gehört, hat aber keine volkswirtschaftlich sinnvolle Politik gemacht. Also es ist so, dass also bei der letzten Bemerkung stimme ich sofort zu. Ja. Und wir sind uns alle einig, dass dieses EEG ein falscher Ansatz war. Dass wir hier gegeneinander steuerten, CO2-Preis gegen EEG. Und wenn dann für ein paar Leute, die es am meisten trifft, für eine falsche Maßnahme eine Ausnahme gemacht wird, dann sage ich mir, ist das auch nicht unbedingt ein Erfolg. Der Erfolg ist in dem Moment, wo das EEG abgeschafft wird und wir wieder mehr auf CO2-Preis setzen. Gibt es noch Fragen? Hier, glaube ich, war noch hin. Hier bitte, Herr Ellis, bitte. Andreas Weidenheder. Der Kollege Schiele hat mir eine der Fragen vorweggenommen. Ist eigentlich sehr treffend. Nicht nur das Ausland wundert sich, wohin das Land der deutschen Dichter und Denker nun gekommen ist und driftet. Wir alle fragen uns, und ich komme jetzt gleich mit meiner zweiten Frage ums Eck, wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Und ich möchte jetzt nicht nur die jetzige Regierung in die Pflicht nehmen, sondern der Atomausstieg, der, denke ich mal, liegt schon im Jahr 2002, hat Schröder schon angefangen, aber 2011 wird es dann ernst. Wir schaffen es nicht, die Herren Professor Sinn, Farnhold und noch ein paar wenige ehrliche, graddenkende, unbequeme Wahrheitsdenker in die Medienlandschaft bei Tagesschau und Wetterkarte zu platzieren, weil es unbequem ist und weil es auch nicht dem Trend der Zeit besteht. Wir wissen, mittlerweile gibt es den im Weltklimarat saß einer, der ist Physik-Nobelpreisträger geworden. Jetzt wäre eine Frage gut. Jetzt kommt die Frage, Nein, sind wir mehr Opfer oder sind wir mehr Täter oder sind wir beides? Wir fragen, was kann Bayern tun? Herr Sinn, Sie wissen genau zum Thema Atomkraft, was ich jetzt anführen muss. Es ist das Landesrecht gewesen, das die Rückbaugenehmigung erteilen kann oder nicht erteilen kann. Und Sie wissen, dass noch 2 weitere Bundesländer in Deutschland diese Rückbaugenehmigung noch nicht erteilt haben, seit Jahren. Und die Frage heißt, warum muss Bayern hier vor allen den Gehorsam üben? Sie wissen um die Videokonferenz, die wir hatten und wer da dabei war, und Sie wissen, ob das Ergebnis ist. Und ich kann diese Krokodilstränen vom Herrn Glauber, ich kann sie nicht mehr hören. Es braucht mir keiner ums Eck mit Klimarettung kommen. Wie kann das sein, dass der meiste, wer zahlt, schafft an, Deutschland, sich aus dem Atombereich verabschiedet, wohl wissend, dass die EU das eigentlich, das hat auch die heilige Greta auch kapiert, gar nicht so schlecht wäre. Wie kann das sein, dass sich der meiste Zahler einfach aus dem wesentlichen Energiebereich, der uns günstige und bezahlbare und sichere und umweltverträgliche Energie liefert, einfach verabschiedet? Wie kann es sein, dass wir unsere Automobilindustrie einfach den Jordan runterschicken? So, die Frage heißt, sind wir Opfer oder sind wir Täter? Und in welchem Anteil? Das ist die Frage.
Naja, es hat eine Verflachung der öffentlichen Debatte gegeben unter dem Internet. Diese Medienwelt, die da entstanden ist, braucht ja ganz schnelle Kommentare und Informationen. Wer innerhalb eines Tages der Erste ist, der mit einer Meldung rauskommt, der kriegt die ganzen Klicks und die Werbeeinnahmen und die anderen haben das Nachsehen. Der alte Journalismus, wo man also Zeit hatte, mal nachzudenken und dann mit irgendwas gekommen ist, was also wirklich gut recherchiert war, ist zunehmend am Aussterben. Es werden heute Romane oder Novellen geschrieben mit einem kleinen Realitätsbezug, wenn es ein bisschen längerfristig ist, aber ohne Sachkenntnis. Und ansonsten ist es das schnelle Hin und Her da in dem Internet. Und kein Politiker kann sich dem so richtig entziehen, denn da wird Stimmung gemacht und die Stimmung ist wichtiger als die Kenntnis. Die Politiker richten sich danach. Frau Merkel hatte jede Woche eine Umfrage, um zu erfahren, ob das, was sie gesagt hat, sie einen Viertelpunkt hoch oder runter bringt und hat danach ihre Diktion geändert. Das ist die heutige Politik. Das kann man ja gar nicht vorwerfen, weil die Zwänge so geworden sind. Wir müssten vielleicht unser Demokratiesystem ändern. Wenn wir schon ein plebiszitäres System haben, wo man immer wieder, auch zwischendurch, nicht alle vier Jahre der Stimmung folgen muss, dann muss man die Menschen aber auch informieren, zum Beispiel à la Schweiz. Wir könnten mal das Schweizer System der Einzelabstimmung übernehmen. Da ist das Volk aber gefordert. Die kriegen ein Lastenheft zu jeder Entscheidung mit Pro- und Kontra-Argumenten und da findet wochenlang eine Diskussion statt und dann findet eine relativ mündige Entscheidung statt. Aber dieses bloße Hinterherrennen diesen Internetmedien, die gesteuert werden von jungen Journalisten, die alle Philologen sind, aber keine Naturwissenschaftler und häufig und schon gar keine Wirtschaftswissenschaftler häufig und dann die Stimmungen steuern und damit die Politik steuern. Das ist eine Fehlentwicklung. Wir haben Ferdinand Kirchhoff ja hier gehabt letzte Woche, der genau über dieses Verfassungsrichter und Präsident des ersten Senats des deutschen Bundesverfassungsgerichts eben lange Zeit, ja, der genau das aufgespießt hat. Hier haben wir wirklich ein Problem. Im Internet wird mit Masken diskutiert. Man kann irgendwelchen Mist behaupten, der überhaupt nicht stimmt. Man kann Leute verleumden, man kann Unterstellungen machen, die nicht wahr sind, Aussagen. Man muss nicht dafür gerade stehen, weil man sich vermummen darf. Und wenn ich auf eine Demonstration gehe, dann gibt es ein Vermummungsverbot, sagt Herr Kirchhoff. Diese Internetwelt bedarf einer Regulierung so, dass ein mündiger Diskurs von Bürgern, die für ihre Meinung auch stehen, mit ihrem Gesicht stattfinden kann. Dann hätten wir auch eine bessere Politik. Vielen Dank. Dann, wir haben noch zwei Fragen, die würde ich gerne beide gleich gerne hören. Und das wären unsere zwei letzten Fragen, die wir heute beantworten können. Ich glaube, wir haben einen großen Teil des Territoriums hier umgeackert. Bitte. So, ich wollte nur noch mal ganz kurz fragen zu dem Kernproblem. Wir haben jetzt viele Forderungen gehört, das müsste man machen. Wir haben auch einige so Kleinstanalysen gehört. Ich frage mich, wir sind als Gesellschaft hier hingekommen. Wir haben die EU ist entstanden, wir haben die Leute gewählt. Das kommt ja aus der Gesellschaft heraus. Und ich frage mich ein bisschen, was ist eigentlich das Kernproblem, über das wir eigentlich sprechen müssten? Also sollten wir jetzt für Investoren Steuervergünstigung machen oder nicht, ist vielleicht schon so das Drittnachgelagerte. Aber die Frage ist ja, warum haben wir die Dinge nicht geändert? Also Rente wissen wir auch schon seit Ewigkeiten, dass es nicht irgendwie nicht funktioniert, aber irgendwie kriegen wir es nicht gebacken. Ja, also irgendwie läuft irgendwas ein bisschen schräg. Und ich frage mich so ein bisschen, was ist eigentlich das Kernproblem? Also wenn wir nur ein Problem angehen sollten, welches Problem sollten wir denn angehen? Und daraus ergibt sich vielleicht dann eben auch die Investitionsthemen und viele von den Problemen, die wir heute angegangen haben. Also immer so vielleicht beide Sicht. Sehr gute Frage, vielen Dank. Und die letzte Frage. Ne? Ja, David Sikacek, auch vom jungen Wirtschaftsbeirat, wie der Vincent. Ein Thema, was wir angesprochen haben, war Fachkräftemangel und demografische Entwicklung. Auch in Verbindung mit dem Verlust von Produktivität oder Produktivitätsabfall. Der sich ja dadurch irgendwie noch weiter fortsetzen wird. Dann haben wir vom Herrn Weimer gehört, dass er Data Scientists oder Data Engineers Nearshort, Farshort oder Remote Short
Welche Möglichkeiten haben wir denn mit KI, zum Beispiel Software auch selber programmieren zu lassen, also dass ich eben keine oder weniger Data Engineers brauche, durch KI-Anwendungen, generell Fachkräftemangel durch KI-Anwendungen reduzieren kann, als Möglichkeit wieder Produktivitätswachstum zu generieren, trotz Rückgang der Arbeitskräfte, Fachkräfte. Ich übernehme mal die KI-Frage an der Stelle. Wir haben ja immer die Schwierigkeit, vorauszusehen, wie viele Jobs entstehen durch eine neue Technologie und wie viele vergehen. Innovation ist kreative Zerstörung, ist eine Philosophie. Wir haben immer wieder festgestellt, jede neue Technologie hat sehr viel mehr Jobs geschaffen, als sie zerstörte. Aber wir haben mit KI mit Sicherheit jetzt einen schnelleren Zyklus. Da sind wir uns nicht ganz so sicher, aber heute ist der eindeutige Trend, dass KI sehr viel mehr Talente braucht und noch nicht so viele Jobs ablöst, eher Jobs besser macht und Prozesse besser macht und dass wir mehr Leute brauchen, die was davon verstehen. Die Industrie müht sich kräftig, das überhaupt erst einzuführen und den Nutzen daraus zu schaffen. Alle Vorhersagen, die so ganz im Wagen früher waren, das ist ganz gefährlich und macht uns arbeitslos, heute sind die Vorhersagen anders. Wir brauchen mehr Leute, die das produktiv nutzen und wir werden produktiver sein. Wir werden mehr Output haben für die Mannschaft, die wir heute haben oder die wir noch sogar aufbauen. Aber soweit dazu gesagt. Zu der Frage, warum haben wir das alles nicht schon vorher geklärt? Ich hätte ein paar Ideen, ja. Aber ich will Ihnen den Vortritt lassen. Einsicht oder Erfahrung sind die beiden Methoden, durch die eine Gesellschaft ihre Politik ändert. Und Einsicht ist halt nicht weit verbreitet. Man glaubt das nicht. Ach, der hat diese Meinung, der hat jene Meinung. Und dann hebt sich das irgendwie auf. Wenn jeder einer was sagt, was vielleicht wissenschaftlich begründet ist, dann wird ein anderer daneben gestellt, der das Gegenteil sagt. Ich merke das mit den Professoren auch. Ja, der erste war Professor, dann holt man einen anderen Professor aus der Ecke daraus, der das Gegenteil sagt, was das für ein Professor ist oder was der da gemacht hat. Das spielt ja keine Rolle in der öffentlichen Wahl. Es wird alles neutralisiert. Und weil die Leute nicht selber denken, sie sind nicht bereit, selber zu denken, sie wollen auch Meinungen. Und wir haben eine Presse und Medien, die berichten über Meinungen statt über Fakten. Das ist so schrecklich. Ja. Der Mensch neigt dazu, dem zuzustimmen, wo er die meisten Meinungen hört. Also versucht man künstlich eine bestimmte Meinung, die man mag, zu vervielfältigen in den Medien. Dann kommt die einem von allen Ecken entgegen. Ja, dann muss das ja wohl so sein. Aber das ist für einen Wissenschaftler geradezu schrecklich. Was hat wissenschaftliche Wahrheit mit Mehrheitsmeinungen zu tun? Nichts, ne? Und wir können uns das nicht mehr leisten, nur diesen Meinungen zu folgen und Ideologien. Wir müssen uns den harten naturwissenschaftlichen und ökonomischen Fakten stellen. Aber dieses Volk ist auch immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen anfällig. Ja? Das ist ein Volk, das dem Idealismus gefrönt hat. Da ist ja hier entstanden, die Romantik, dieses nach innen gekehrte Geistige, nicht? Das Dichterland. Aber das ist natürlich schön und wichtig für die Erbauung des Menschen und für die Erkenntnis der Wahrheit im philosophischen Sinne. Aber wir müssen auch real leben in dieser Welt. Dann brauchen wir Naturwissenschaftler. Und der Sorte haben wir zu wenig. Auch Volkswissenschaftler. Auch Volkswirte. Vielen Dank. Warum ich das sage, ist, weil während wir reden, geht mir durch den Kopf. Wie kam es, dass wir es nicht geschafft haben, die Anti-Atom-Lobby vor allem unter den jungen Leuten blühte, einzufangen, oder? Wir haben doch, der größte Erfolg der Grünen ist, dass alle Parteien heute grün sind. Aber umgekehrt, dass die Grünen in der Regierung sind, liegt sehr stark auch an unseren jungen Leuten. Und es ist eine Frage, wie gut wir sind, unsere Jugend gut zu informieren. Und ein Gesamtbild zu schaffen, wo die volkswirtschaftlichen Effekte und die Klimaeffekte und alles verstanden werden. Die Frage Wirtschaftsausbildung und technische Ausbildung irgendwie manchmal zusammenzuführen, war mein persönlicher Ehrgeiz. Ich habe immer Vorlesungen für Ingenieure, also Wirtschaftsvorlesungen für Ingenieure gehalten, weil mir das in meinem Leben sehr viel gebracht hat, dass ich ein MBA und ein PhD in Physik gemacht habe. Aber
diese Idee der guten Information ist ein ganz wichtiges Thema. Sie haben jetzt Internet nicht anonym zu machen, wäre schon meine Hilfe, dass Fake News etwas bekämpft sind. Aber es wird uns über populistische Nachrichten nicht unbedingt, oder nicht vor populistischen Nachrichten reden, die da auch gehandelt werden, werden immer. Ein letztes, was wir auch sagen müssen, ist, die Frage ist auch der Qualität unserer Politiker und der Ausbildung unserer Politiker und der Erfahrung unserer Politiker, nicht nur im politischen Geschäft, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich. Dass die Franzosen jetzt aus Klassengesichtspunkten ihre ENA abschaffen, die die beste Ausbildungsstätte für ihre Politiker war, hat mich ein bisschen gewundert. Bei uns würde sich manchmal eine sehr gute politische Hochschulausbildung für unsere Politiker lohnen. Oder eine Liste, wo ich sehen kann, wer welche Fähigkeiten mitbringt auf dieser Parteiliste, sodass ich weiß, was ich wähle. Oder vielleicht die Voraussetzung eines Abschlusses. Ich meine, wenn jemand eine Firma haben will mit Mitarbeitern, muss er einen Meisterabschluss haben. Ja? Wenn einer die deutsche Wirtschaftspolitik, oder ich meine jetzt nicht den Habeck, also, Entschuldigung, aber wenn einer in Deutschland Politik machen möchte über das Parlament, dann ist überhaupt keine fachliche Voraussetzung gegeben. Das kann jeder machen, der, auch wenn er gar keine Ahnung hat, er muss nur schön reden können und populistisch die Stimmen einsammeln können. Ja? Mhm. Ja, das war vielleicht auch. Naja. Ja, die Ausbildung war das richtige Wort. Der Vergleich war vielleicht nicht ganz gut. Also, ich glaube, wir haben ein politisches System mehr, wo gute, visionäre Politiker gefragt sind. Und wir hatten in Deutschland noch nie sehr häufig dieses Gefühl, dass einer, weil er eine gute Einsicht hat, sogar gegen seine Partei ein gutes Programm für die Nation durchsetzt, wie zum Beispiel diese Agenda von Schröder, die ihn sein Amt gekostet hatte. Oder ein Schmidt, der sagte, ich brauche den Doppelbeschluss, um Deutschland verteidigungsfähig zu machen. Und das hat ihn im Grunde auch bei seiner Partei abgesenkt. Also Leute, die nicht dem kurzfristigen Erfolg die Sache opfern. Das ist in einem Vierjahreszyklus, wo immer nur um das nächste nächstes Vierjahr gekämpft wird, eine Ausnahme. Und wir bräuchten solche Politiker, die die langfristige Perspektive voransetzen, diesem Vierjahresrennen, das ansonsten immer ausbricht. Ich verwende den englischen Ausdruck hier, Rat Race, den wir mehr in der Industrie verwenden. Aber ich glaube, wir haben heute eine sehr offene Diskussion gehabt. Ich freue mich über Ihre Fragen und ich freue mich, dass Sie so lange mitgehört und mitdiskutiert haben. Ich weiß, wir haben die Lösung nicht für die nächsten 2 Jahre, aber wir haben eine Chance, in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Ansatz zu finden. Und ich hoffe, dass die Wahlprogramme Dinge aufgreifen, die wir dringend brauchen. Vielen Dank an Sie alle.